Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Game Backtrack und zu einem neuen Game Discuss. Heute wollen wir reden über die Zukunft der Gaming-Welt, eigentlich so, mehr oder weniger. Alter. Ich weiß nicht, wie man es besser formuliert. Ja, okay, Zukunft der Gaming-Welt. Wir wollen jetzt nicht über die ferne Zukunft, sondern eher so die hoffentlich relativ nahe Zukunft reden. Mhm. Und zwar, wenn so ein paar Spiele rauskommen, die uns schon vielleicht ein bisschen am Herz liegen. Und ja, wahrscheinlich, weil wir sehr wenig darüber wissen, werden wir wohl viel spekulieren. Ja. Und das kann natürlich dann ja hauptsächlich für uns relativ interessant sein, nachher, wenn die Spiele tatsächlich rausgekommen sind, nochmal zurückzublicken und vielleicht nochmal den Podcast Revue passieren zu lassen und zu sehen, ja, was davon ist jetzt wahr geworden und was nicht. Natürlich, wie immer, unser Host ist natürlich der gute Minas. Ja, hallo, ich bin der Minas und ich bin nicht alleine. Und ich bin der Greedo. So schaut's aus. Game Backtrack hier. Auf Spotify, YouTube, you name it. Ja, so ganz ehrlich, eigentlich wollte ich einfach nur einen Podcast machen, aber ich wusste nicht so richtig, worüber. Mhm. Weil wir haben in letzter Zeit nicht viel Zeit zum Zocken und wir spielen noch unterschiedliche Sachen, ne? Ja, wir spielen halt beide Xenoblade Chronicles 3, aber Minas ist auch noch nicht wirklich weit genug, um da groß drüber zu reden. Ja. Und ich will ihm auch nicht spoilen. Obwohl ich sagen muss, cooles Spiel bisher. Also ich bin noch in der Tutorial-Phase, die leider sehr lang ist. Über eine Stunde leider schon geht. Die geht, glaub mal, die geht mehrere Stunden. Das ganze Spiel ist ein Tutorial quasi, ne? Also ich glaube, die ersten 10 Stunden haben noch sehr viele Tutorials. Danach kommt so, ab und zu wird noch mal irgendwie ein neues Gaming-Element irgendwie dir beigebracht. Aber Soll nicht heute unser Thema sein. Das soll nicht unser Thema sein. Wir holen das nach natürlich, wenn wir. Sondern eigentlich im Speziellen so dachten wir, reden wir ein bisschen über Metroid Prime 4, das ja angekündigt wurde, dass es kommt, und aber irgendwie hat man seitdem nichts mehr gehört. Nee. Dann Breath of the Wild 2. Oh. Und ja, Zelda liegt uns ja eigentlich auch sehr am Herzen. Ja, Breath of the Wild war für viel geschimpft haben. Ein ziemliches Lowlight leider. Ja. Womit die meisten Leute wahrscheinlich nicht agreeen würden. Und dann wurde ja noch angekündigt vor eigentlich nicht allzu langer Zeit Resident Evil 4 Remake. Genau. Was schon nächstes Jahr rauskommen soll, glaube ich, ne? Ja, und wir haben auch Resident Evil 4 gar nicht irgendwie behandelt, obwohl das schon ein ziemlich großes Spiel für uns war, weil wir haben es damals wirklich x Male durchgespielt. Wir kennen fast jede Ecke in diesem Spiel auswendig. Es gibt auch auf dem YouTube-Kanal Game Backtrack gibt es auch ein Let's Play von uns, sogar ein Resident Evil 4 Let's Play, das ist aber ziemlich schlecht gealtert, weil wir hatten kein gutes Equipment und es war sehr geringe Auflösung, schlechter Sound. Aber das haben wir wettgemacht. Das schon, auf jeden Fall. Aber wir haben das auch wettgemacht, weil wir haben einen Randomizer gespielt für Resident Evil 4. Ach, das meinst du? Ich dachte, du meinst das ganz alte Resident Evil. Nein, das bezog sich auf das alte, habe ich ja gesagt. Ein ganz altes, aber da hatten wir schlechtes Equipment. Aber wir haben das auch nochmal als ein Randomizer gespielt. Das heißt, in Resident Evil 4 wurden dann halt sämtliche Gegner ausgetauscht gegen andere Gegner. Auch Bosse übrigens, die teilweise auch ein bisschen verbuggt leider sind. Mhm. Das könnt ihr euch aber auch gerne angucken, weil das ist archiviert auf YouTube. Das war ein Twitch-Livestream, aber ich habe ihn später nochmal hochgeladen auf YouTube. Sollen wir bei Metroid Prime 4 starten? Du hast es als erstes erwähnt, ne? Und die E3 war E3, Alter, es gibt ja keine E3. Doch, es gibt schon eine E3 noch. Aber die Gamescom war auch letztens vor einem Monat knapp, also nicht mal. Ja. Weißt du noch, in welchem Jahr Prime 4 das erste Mal geteasert wurde? Dieser Teaser, wo man einfach nur das Logo sieht? Ich glaube, das ist schon 3 oder 4 Jahre her. Ja, ne? Das ist schon lange her. Ich glaube, 2018 oder 19 vielleicht oder so. Wir können es ja auch. 18? Ich kann es auch eben googeln, wenn du willst. Ich glaube, 2017 oder 18, wahrscheinlich 18. Ach, nagelt uns nicht fest auf irgendwelche Zahlen. Auf jeden Fall ist es schon ein paar Jahre her und man hat halt seitdem wirklich gar nichts gesehen. Aber man hat noch nicht mal einen kurzen Teaser, also nichts in-game hat man gesehen. Ja, aber selbst nur dieses Logo. Genau, das wollte ich halt sagen. Man hat ja nicht mal Samus gesehen oder einen Gegner von Samus. Man hat wirklich nur Metroid Prime 4 gesehen. Das war echt nur einfach ein Bild. Ein kurzes Bild, was ein bisschen animiert war mit dem Logo. Also es war wirklich wenig. Und das Spiel ist ja auch leider durch die Entwicklungshölle, oder geht jetzt noch durch die Entwicklungshölle, weil es war halt vorher ein Nintendo-produzierter Titel und dann haben die irgendwie damit Schabernack getrieben und haben das jetzt an Retro Studios wiedergegeben. Ich versuche gerade mich zu erinnern, was für ein Studio das vorher erst machen sollte. Nintendo, glaube ich. Ich glaube, was war das nicht ein Original, also ein neues Studio irgendwie. Hm. Jedenfalls hat das wohl dann gar nicht funktioniert.
Und sie haben dann komplett die Entwicklung abgebrochen und dann halt das Projekt Retro Studios gegeben. Ja, was, glaube ich, eine gute Choice ist. Auf jeden Fall. Weil sie haben ja auch den ganzen Prime-Teil entwickelt. Ja, ich glaube auch niemand sonst kann das wirklich, kann irgendwie so ja den Spirit des Games irgendwie beibehalten. Hier, Nintendo startet die Entwicklung des Spiels vor 3 Jahren neu. Eigentlich wurde Metroid Prime 4 sogar 2017 angekündigt. Das lässt vermuten, dass das Metroid Prime 4, also sogar 17 schon. Ende 2023 oder Anfang 2024 geplant ist. Boah. Aber hier steht vor 3 Jahren haben sie das quasi resettet. Ja. Also hier steht, 2017 auf der E3 wurde es angekündigt. Ja. Und das war nur das Bild. Und man muss. Also das erste Mal hat man vor 5 Jahren davon gehört. Überlegt euch das mal. Und vor 3 Jahren wurde es quasi resettet. Und, aber überlegt mal, 3 Jahre arbeiten die schon wieder daran. Es soll auch jetzt noch ein neues, ist ein bisschen off topic, aber jetzt im September kommt noch ein neues Direct, ja. Kommt jetzt wirklich eins? Vor kurzem hatten wir darüber berichtet, dass Nintendo September ein Direct geben soll. Dieses Gerücht beruht auf den Aussagen von Blablabla. Ab dem 12. September. Ist jetzt ein bestätigt ist der Insider erneut. Nee, das ist einfach nur wieder so. Rumor. Aber ja, dann hätten die das auch schon längst released, ne? Da gebe ich einen Scheiß. Ja, das wäre doch morgen. Ja, ich weiß. Ja, aber das hätte Nintendo jetzt heute schon bekannt gegeben, ja, glaube ich, oder vorgestern schon. Das machen die 3 Tage vorher. Egal, soll jetzt nicht unser Thema sein, aber Metroid Prime, also die Metroid Prime-Teile sind ja damals auf dem GameCube gestartet, also Metroid Prime 1, der Sprung von 2D in 3D-Metroids. Und ich glaube, Greedo hat ziemlich viel Metroid Prime. Also du hast mich auch eher an Metroid rangeführt, weil ich das eigentlich gar nicht auf dem Schirm habe. Ich wusste quasi, dass Metroid Prime existiert. Ich habe das damals auch in einem RTL2-Bericht gesehen, da wurde das gezeigt, wie auch die Tropfen auf Samus Visier fallen und so. Das wurde kurz gesagt, im Talon Overworld hat man gesehen. Und das war das allererste Mal, dass ich Metroid Prime eigentlich im Fernsehen mal so gesehen habe. Und also ich weiß TV-Werbung habe ich nicht gesehen. Und das war für mich so die Anfangszeit des Internets eigentlich. Mhm. Da war man noch irgendwie so auf Internetforen unterwegs und so. Und da gab es halt höchstens irgendwie, was weiß ich, IGN oder so. Ja, ein paar Screenshots dazu dann, ne? Ja, und da gab es halt irgendwie den ersten Trailer zu Metroid Prime und ich dachte so, Alter, sieht das krass aus. Du hast noch nie so ein geiles Science-Fiction-Game irgendwie gesehen und keine Ahnung, da haben wir gar nicht so viel gesehen. Man hat irgendwie gesehen, wie Samus auf eine Tür schießt und die aufgeht. Man hat Flagra gesehen, man hat ein paar Space Pirates gesehen, das war's so ziemlich. Oder irgendwie, wie du so Parasiten abschießt und der Schleim aufs Visier spritzt so. Und ich dachte, Alter, das sieht unfassbar krass aus. So, und danach hat sich das Spiel ja noch voll verändert irgendwie. Ja. Auch da gab es ja irgendwie so einen ersten Trailer, so, das war quasi einfach so eine Cutscene irgendwie, wo Samus so oben auf ihrem Gunship steht. Und dann sind da so ein paar so von diesen kleinen Parasiten und dann kommt diese Parasite Queen. Aber Samus sieht ganz anders und ganz komisch aus irgendwie. Und da dachte ich schon, boah, Alter, krass. Und nachher, als das Spiel rauskam, sah es komplett anders aus. Aber ich habe es mir auch, ich weiß noch, da habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Fotograf. Mhm. Und bei dem habe ich dann quasi das Spiel auch vorbestellt und habe es dann direkt zum Release da bekommen. Voll praktisch, Alter. Deshalb hast du da ein Praktikum gemacht, gib's doch zu. Ja. Und dann hatte ich Mittagspause, bin nach Hause gegangen und habe das kurz angespielt, bin so bis Chozo Ruins, bin da ein bisschen rumgerannt, habe irgendwie einen Miniboss gekillt, so. Und das war einfach der geilste Shit, Alter. Ich fand das so krass, das Spiel, als es rausgekommen ist. Übrigens, Metroid Prime erschien am 17. November 2002 in Nordamerika. Wann ist es denn in Deutschland erschienen? Kommt es ein bisschen später. Ja, ja. Hier, in Deutschland ist es erschienen 21. März 2003. März 2003. Das finde ich aber auch jetzt auch so schade bei der Entwicklungsgeschichte von Prime 4. Ich hätte gerne die Sachen gesehen, die sie entwickelt haben fürs Game. Das würde mich so bocken, dass sie einfach zeigen, so hey, das haben wir verworfen. Ja, genau. Ich würde gerne wissen, was jetzt da verloren ist. Gegangen ja, ist quasi. Ich würde so gerne Kann wissen. Auch sein, dass das alles kompletter Trash war. Ist ja egal. Da waren ein paar coole Sachen. Ich liebe sowas. Ich liebe auch so Beta-Videos. Ich hoffe, das wird im Nachhinein irgendwie nochmal veröffentlicht. Ich glaube nicht. Nintendo ist da ziemlich strikt. Vielleicht gibt es irgendwann nur noch einen Nintendo Leak. Weil es gab ja mal so einen großen Nintendo Leak. Da wurden ganz viele Sprites und so geleakt und Konzeptarts und sowas. Darauf könnte man dann vielleicht hoffen, dass da irgendein Mitarbeiter einen USB-Stick hat und dann irgendwie die Playable Metroid 4 Demo drauf hat, die dann besser ist als Dark Souls, Alter. Das haben die verworfen. Ich stell das mal vor. Das ist übrigens auch passiert mit N64-ROMs. Du kannst heute noch Ocarina of Time N64-ROM spielen, quasi von der Beta von
Zelda Ocarina of Time. Was auch interessant ist, weil der Marketplace anders aussieht und so. Mhm. Gibt auch Let's Plays darüber, die das halt schon ausgebeutet haben. Aber sowas ist leider, das ist für mich so eine, das gehört für mich zur Videospielgeschichte irgendwie und auch irgendwie zu der Geschichte halt auch dieses Games, ne? Dass man sieht so, was war geplant, was sind vielleicht Konzeptarts gewesen und was haben sie davon schon umgesetzt und warum haben sie es gescrappt, ne? Warum hat Nintendo dann gesagt, gestoppt und gesagt, nein, wir können das nicht machen, wir müssen jetzt Retro ins Boot holen, ne? Das ist halt interessant, wo da, auf welche technische Limitation oder welche, was es kompliziert gemacht hat, diesen Titel jetzt so rauszuhauen. Ich schätze mal, das neue Team hatte einfach überhaupt keine Erfahrung mit dieser Typ, mit diesem Typ von Spiel. Weil Metroid Prime ist auch echt irgendwie sehr unique. Ja, weil klar, so auf den ersten Blick würde man denken, so ja, auf jeden Fall. Ego-Shooter. Ja, genau, ist ein First-Person-Shooter, nichts Besonderes. Ja. Aber das ist es halt genau nicht. Ne? Nee. Genau genommen hat es sogar mit Zielen ja überhaupt nichts zu tun. Du hast Auto-Lock einfach, ja. Auto-Lock-On wie bei Zelda quasi, aber in First-Person. Und ja, eigentlich dodgest du nur Sachen und keine Ahnung, hältst einen Knopf gedrückt, um deinen Beam zu chargen und lässt dann los, ne? Aber dadurch ist es auch was Einzigartiges, weil das unterscheidet das wirklich. Es ist wirklich ein Action-Adventure in 3D aus der Ego-Perspektive und gerade auch Plattforming. Man kann sich eigentlich nichts Schlechteres vorstellen, als ein Plattforming-Game aber zu machen in der Ego-Perspektive. Aber Spiel funktioniert es voll gut, ja, ne? Du weißt, ja, weil das Level-Design... Es hat jetzt auch keine so krassen Plattforming-Passagen, aber es hat hier und da ein paar Sachen irgendwie mit Grapple-Beam sind ein bisschen tricky oder so, aber... Ich bin übrigens bei Metroid Prime damals das erste Mal gestorben, weil ich nicht wusste, wie ich den Grapple-Beam also bei der Schluchtsequenz aus dem Schiff, habe ich die ganze Zeit nicht geschafft, den Grapple-Beam zu benutzen. Mhm. Weil ich hatte voll die Panik, dann lief die ganze Zeit die Uhr runter, ich habe den Knopf nicht komplett gedrückt gehalten irgendwie beim Grapple-Beam oder habe dann zu früh losgelassen und bin dann runtergefallen. Ich weiß sogar noch, wie ich in der Küche stand so und mit dir telefoniert habe, weil du irgendwie gefragt hast, wie das geht oder so. Echt, war das? Ja, ich mein schon. Überleg mal, das war eine Zeit, dann haben wir echt wirklich mehrere Stunden die ganze Zeit telefoniert. Ist selten, das war Bugs. Nein, das war ich, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ja, Metroid Prime 4 wird wahrscheinlich, also ich schätze mal, wenn wir jetzt, es ist ein Spekulatius-Podcast, ne? Wir reden einfach nur über Sachen, die wir spekulieren. Wir können nichts davon sagen, dass wir Evidenz haben, dass wir wissen, dass es so ist, aber wir können einfach darüber reden, was wir uns vorstellen, was wir uns vielleicht auch wünschen oder wovor wir auch Angst hätten in den Spielen, ne? Das ist halt die Sache. Aber man kann halt von der Entwicklung, denke ich mal, von der Entwicklung sieht man mit Prime 1, 2 und 3 haben relativ eine gleiche Struktur so gehabt. Also das Gameplay ist relativ gleich geblieben. Natürlich, es sind neue Beams dazu gekommen, neue Visoren. Also ihr könnt da zum Beispiel durch Wände gucken in manchen Teilen oder irgendwas sehen. Also Dark Light World mäßig hat es ja bei 2 gemacht, dass ihr dann Dark Visor habt, dass ihr irgendwas sehen könnt oder so. Also solche Spielereien. Klar, es gibt immer neue Items, Gegenstände und Power-Ups für Samus oder auch vielleicht ältere. Zum Beispiel die Screw Attack wurde ja auch übernommen im Metroid Prime 2. Gibt's die Screw Attack in 3? Nein, ne? Ich müsste lügen, aber ich glaube, gibt es auch die School Attack, auch in 3D? Gibt es. Entschuldigung, wenn wir jetzt auch vielleicht ein bisschen fanboyig sind, aber wir reden gerade über Fähigkeiten, die Samus hat. Aber ich schätze mal, dass der vierte Teil auch aus der Ego-Perspektive spielen wird. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch, weil ja, es heißt Prime. Prime, ne? Aus. Ja. Aber was interessant wäre, wäre, wenn sie es optional machen würden, dass du auch rauszoomen oder halt umstellen kannst auf Third Person. Das könnte interessant sein. Nee, die müssen das bundeln mit Nintendo Labo. Dass du so einen Pappwaffenarm hast und dann so eine VR-Brille, dass du dann halt deine Switch quasi in dieses VR-Kit reinpackst von Labo. Ja, geile Idee. Dann siehst du einfach aus wie ein richtiger Vollhorst. Aber Jokes aside, aber Metroid Prime 1 oder so in VR zu spielen, wäre geil. Das würde dem Spiel, glaube ich, ziemlich viel gain, weil das Spiel ist nicht relativ, es ist langsam. Du gehst sehr relativ langsam, du hast, glaube ich, weniger Motion Sickness bei Sachen. Und es würde als VR-Titel, würde es, glaube ich, klappen. Ich glaube auch. Weil das Spiel ist wirklich sehr langsam und behäbig so. Ja. Und du hast Auto-Lock an. Du musst ja nicht mehr wirklich rumfuchteln. Auch lustig, wir haben eben ein bisschen No-Clip gemacht und sind in Metroid Prime rumgeflogen, haben uns die Maps angeguckt und halt das Spiel, also damals für ein Gamecube-Game war die Grafik eigentlich ziemlich geil so und wir haben uns jetzt nochmal die Levels angeguckt und die sind cool designed und so, aber die Grafik ist wirklich nicht die krasseste. Nee. Und wir haben uns dann auch so einen Gegner irgendwie von Namen angeguckt und boah, das Model war schon echt uff. Es war halt, war halt eine Stufe über ein N64, ne? Das musst du auch sagen. Also es ist halt noch schon eine alte 3D-Technik. Es sah echt fast aus wie so ein Turok-Game, irgendwie hochgescaled ein bisschen. Noclip übrigens, coole Seite, können wir euch empfehlen, falls ihr davon nicht gehört habt, guckt da mal nach. Ihr könnt euch da auf dieser Page könnt ihr euch halt Videospiel-Maps angucken in 3D und da durchfliegen. Also ihr könnt euch Dark Souls-Level angucken, ihr könnt euch Mario-Levels angucken und das ist halt echt so, als hättet ihr so einen Editor, wo ihr das da einfach reinzieht
und würdet programmieren können. Also ihr könnt echt so durchfliegen fliegen und euch die Architekturen von Leveln angucken. Ja, und besonders, wenn euch irgendwie mal interessiert, wie so ein Game aufgebaut ist, so ein 3D-Game, es ist halt sehr interessant. Ihr könnt zum Beispiel auch von Dark Souls könnt ihr einfach die Collision-Data nur laden. Ja. Und dann seht ihr halt ja alles, womit quasi das Player-Model kollidieren kann quasi. Also alle Wände, alle Geometry so gesehen vom Spiel könnt ihr quasi dann sehen, ohne Texturen drauf. Und da kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie die Levels miteinander verbunden sind und was irgendwie wie instanziert ist und was wann geladen wird quasi. Und das ist schon interessant zu sehen. Das ist sehr nerdig. Aber selbst wenn ihr jetzt nicht so deep down seid in der quasi in Spielentwicklung oder euch sowas interessiert, ist es trotzdem schön, wenn ihr euch mal Levels anguckt oder auch vielleicht so Orte anguckt, weil es ist ein anderes Gefühl, da durchzufliegen, anstatt es zu spielen. Ihr habt ein ganz anderes Gefühl von Größe, wie weit etwas auseinander ist oder wie sich die Entwickler es gedacht haben. Und es gibt ja auch ziemlich viele Secret-Sachen, die außerhalb der Architektur verwendet werden. So kleinere Details irgendwie, dass in der Mitte eine Stadt ist, die ist dann aber nur angedeutet oder so mit ganz, ganz schäbigen Low-Poly-3D-Objekten oder so. Was sieht im Spiel gut aus, weißt du? Mhm. Oder Skyboxen oder sowas. Also wir können euch Beispiel bei empfehlen. Sunshine irgendwie, ne, bist du in irgendeinem Level und du siehst halt in der Entfernung, siehst du Delfino. Mhm. Aber das ist aus ganz einfachen geometrischen Formen nur so zusammengebaut, so angedeutet, dass man halt aus der Entfernung erkennt, okay, das soll Delfino sein. Man kann es vielleicht auch mit. Oder bei Dark Souls konnte man auch aus der Entfernung, konnte man Undead Parish, also die Kathedrale, wo man auf dem Dach gegen die Gargoyles kämpft, konnte man von Firelink Shrine aus sehen und das ist echt ein 3D-Gebilde, aber es ist nicht die tatsächliche Map, ne? Ja, und es ist halt viel kleiner, ne? Aber es ist, ich glaube, man kann es vergleichen, als wenn du jetzt ein Bild malst, ne? Wenn du jetzt ein Bild malst und irgendwas soll im Hintergrund sein, eine Stadt oder so, dann malst du ja auch nur die Silhouetten davon, das ist halt nur so schwarze Abbilder sind oder so. Und genauso ist es im Gaming auch. Sie versuchen euch eine Weite darzustellen und alles, was im Hintergrund halt sehr weit weg ist, musst du halt nur noch schemenhaft oder auch nur einfach ein Bild dahin malen. Das geht ja. Dass du dann diese Illusion hast, ey, das ist eine riesengroße Welt, wo ich mich gerade befinde. Oder auch Sachen, haben wir heute noch ein Video gesehen, dass sie halt Räume abgedunkelt haben, indem die einfach Wände gewölbt haben und über den Raum gestülpt haben oder irgendwelche dunkelblauen Vierecke drüber gehangen oder so, damit das so höhlenmäßig oder was aussieht. Halt auch cool war, wir haben uns die Map von Anor Londo angeguckt und dann, also wenn ihr euch mit dem Spiel auskennt, es gibt ja den Bossfight dann gegen Gwyndolin. Da seid ihr ja in diesem Korridor, der quasi endlos lang wirkt. Ja. Und der war dann halt auch tatsächlich auf dieser Map und der war unfassbar fucking lang. Also das hat echt eine Minute oder zwei Minuten gedauert, da einmal durchzufliegen mit dem normalen Kameras. Aber er hat ein Ende, Spoiler. Ja, aber er hat ein Ende und am Ende davon ist aber halt nichts, weil halt diese Grabstätte von Gwyn ganz woanders ist im Spiel. Die ist direkt hinter dem Raum, also sie werdet ja teleportiert. Egal. Ja, und dann haben wir ein Video gesehen, wie das Ganze funktioniert und zwar quasi startet ihr in diesem endlosen Korridor, seid quasi auf dieser Map und da ist dann quasi einfach ein Bild, eine Wand aufgezogen, wo quasi der Korridor drauf projiziert ist quasi und die wird dann einfach von euch weggezogen so mit so einem Lichteffekt drüber. Ja, aber passt, ne? Und so verlängert sich quasi dieser Korridor, aber im Game sieht das geil aus und halt die Illusion ist halt auch mega, ne? Ja. Weil nach dem Fight ist ja dann auch dieser Korridor halt normal lang. Oh, aber man erkennt halt, dass es der gleiche Raum ist quasi. Das ist gut gemacht. Ja, es ist echt, es ist ein geiler Effekt. Also wie gesagt, Noclip können wir euch empfehlen. Ja. Back to Metroid Prime 4. Kleiner Exkurs. Wir gehen wahrscheinlich ziemlich oft auf Topic, verzeiht es uns. Aber wir können ja einfach mal irgendwie versuchen runterzubrechen, so worum es in Metroid Prime geht, weil das Spielprinzip ist eigentlich komplex wie simpel. Es ist, wie gesagt, es ist eigentlich kein wirklicher Ego-Shooter. Nö. Für mich ist es eigentlich ein Exploration-Puzzle-Game. Weil wirklich das meiste, was man in dem Spiel macht, ist Exploren halt. Weil klar, es ist schon irgendwo ein Metroid-Game. Ja. Und die Battles in dem Spiel sind eigentlich eher wie Puzzles. Ja, das stimmt. Also auch ähnlich wie in Zelda-Games eigentlich. Du hast einen Gegner, du musst seinen Schwachpunkt rausfinden, musst den halt identifizieren und ja, exploiten und dann hast du den Boss geschafft, so. Ja, ich zum Beispiel, du musst halt so, du kommst in einen Bossfight rein, du siehst ein riesiges Monster, denkst so, okay, fuck, wie kämpfe ich gegen das? Und dann switchst du zu einem anderen Visor, siehst dann irgendeine leuchtende Stelle,
kannst die dann anvisieren, darauf schießen. Wenn die dann kaputt ist, dann kannst du wieder in den normalen Visor zurückschalten, siehst dann irgendwie die richtige Schwachstelle, kannst dann darauf schießen und dann stirbt er irgendwann so. Sowas zum Beispiel, ne? Ja, aber das war jetzt bei Thardos zum Beispiel, ne? Das war eigentlich, der hat eigentlich genauso funktioniert, wie ich gerade beschrieben habe. Ja, für mich ist halt wirklich ein Action-Adventure. Mhm. Also für mich ist es eher ein Action-Adventure-Game. Klar, es hat Puzzle-Elemente und so, aber es hat auch viel Combat, ne? Das heißt, so, ja, wenn du jetzt so ein typisches Puzzle-Game nimmst oder so, da hast du eigentlich nicht diese Combat-Varianz da drin, dass ja, du in einem Raum bist mit ganz vielen kleinen Insektengegnern, die dich einfach nur nerven. Mhm. Also es ist gut verzahnt, sagen wir es mal so. Ne? Es hat Action-Parts, es hat einfach Parts, wo du ein bisschen Traversal hast, wo du einfach irgendwie Plattforming hast, wo du Schalter in richtigen Reihenfolgen bedienen musst oder mit dem Morphball. Das ist ja der Clou auch in Metroid Prime gewesen. Dieser Morphball funktioniert in diesem 3D richtig gut. Weil ihr seid auf einmal Third Person, also ihr seht euch von außen und nicht mehr von innen, aber ihr könnt Samus gut damit kontrollieren und da hat man auch 2D-Elemente wieder eingebaut. Weil viele Morphball-Tunnel sind dann auf einmal von der Seite aufgeschnitten, dass du denkst, so, Alter, ich spiele jetzt ein altes Metroid-Spiel, aber es ist in 3D. Also es ist der Morphball übrigens wird auch sehr vielseitig verwendet. Ja, im Spiel. Auf jeden Fall. Weil du kannst halt normal damit rumrollen in 3D, dann kannst du damit rumrollen in 2D, du kannst damit enge, so durch so enge Röhren durch. Dann gibt es so Halfpipes, da kannst du mit dem Boostball. Mit dem Boostball kannst du da drin boosten und kommst dann dadurch halt ganz oben in die Halfpipe. Richtig schöner Endgegner übrigens, ne, bei Metroid Prime 2. Ja. Oder was Spider Ball? Nee. Es gibt so Generatoren, da gehst du quasi als Morphball rein und kannst dann da drin so boosten, um quasi kinetische Energie zu erzeugen, um irgendwie Strom irgendwo anzuschalten. Oder du kannst in so Schalter reinrollen und da Bomben reinlegen, um die zu aktivieren oder so. Ja. Also richtig cooles. Und später gibt's auch noch den Spider-Ball. Da könnt ihr dann halt an so Schienen an der Wand rumfahren. Ja. Also der Morph-Ball wird echt sehr vielseitig auch verwendet. Wird sogar, finde ich würde so weit gehen und sagen, in den 3Ds ist er besser verwendet als in den 2Ds mittlerweile. Safe. Es hat so viel. Du kannst auch Gegner damit rammen oder so. Manche Gegner sind dann auch kriegen mehr Damage davon, aber du kannst es auch benutzen, um abzuhauen. Gegen Meta Ridley kannst du komplett die erste Phase skippen damit. Ja, ja. Und das ist wirklich so, wenn du so low energy bist, hast Panik, machst dich in den Morphball rein und versuchst irgendwie abzuhauen, so schnell wie es nur möglich geht. Das heißt, ihr habt auch noch so von der Geschwindigkeit, habt ihr wirklich so ein Mittel, dass ihr schneller laufen könnt. Ja. Ohne dass euch irgendwie schlecht wird oder so. Aber man muss echt sagen, geniales Item. Ich denke mal auch, der Morphball, den werden sie auch übernehmen in Metroid Prime 4. Vielleicht gibt es da vielleicht auch was Neues damit. Morphball gehört zu jedem Metroid dazu. Ja. Und halt. Aber ja, also. Metroid Prime war jetzt nie so Open World oder so, sondern ist schon ziemlich, so ziemlich, die Levels sind so ziemlich dicht und schon irgendwie so, ja, Schläuche mit Bäuchen so. Also du hast einen Korridor, der führt dann in einen größeren Raum und von dem zweigen wieder mehrere Korridore ab. Aber schon trotzdem sehr organisch. Also das Leveldesign, finde ich, war gut und es war irgendwie believable. Also man konnte sich echt vorstellen, dass die Räume Sinn machen in dieser Welt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich finde einfach, Metroid Prime ist eine sehr starke Anlehnung an Super Metroid. Ja. Weil der Anfang ist quasi fast identisch. Dass ihr quasi auf einer Station seid, die geht kaputt. Ihr seht Ridley, euren Antagonisten in dem Game. Und das ist halt wirklich Super Metroid in 3D. Ja. Ja. Und ihr habt dann wieder einen Planeten, den ihr nicht kennt. Also da ist Talon 4, ne? Ja, und sehr viele Szenarien auch. Auch Lava-Höhlen, alles, ja. Oder auch das Sunken Ship oder so. Oder dass es da Chozos gibt und Chozo-Statuen und so. Mhm. Ist ja auch wieder so, Pendrana, ich liebe Pendrana übrigens. Ich muss eine Lanze für Pendrana brechen. Ich mag diese Eiswelt in Metroid Prime 1. Also Level-Designs technisch ist es echt so, ihr habt mehrere Sektoren, die an einem großen Sektor eurer Hub-World quasi dranheften. Und von dieser Hubworld könnt ihr halt immer mit Transportern wieder zurückkehren, was diesen Metroidvania-Aspekt halt hat. Ihr habt ja mehrere verzahnte Level und später geht ihr in den Aufzug, der führt da und dahin. Und dann seid ihr wieder irgendwie an der Oberwelt und von der Oberwelt wieder zur Lava-Welt switchen. Und dann habt ihr halt dieses typische Metroid-mäßige Lock- und Key-Spielprinzip, dass ihr halt an irgendwelche Stellen kommt, wo ein Hindernis ist, zum Beispiel, da ist eine Plattform, da wollt ihr hin, aber ihr könnt nicht rüberspringen, weil es zu weit ist. Mhm. Da braucht ihr dann halt den High Jump, womit ihr einen Double Jump machen könnt. Oder, keine Ahnung, da ist ein Grapple-Haken und ihr braucht halt den Grapple-Beam oder sowas. Und ihr kommt dann halt
ihr kommt immer wieder zu diesen Stellen, wo ihr nicht weiterkommt. Ja. Später kriegt ihr dann das Item, womit ihr da weiterkommen könnt. Und dann macht es so Klick im Kopf. Ja. Und ihr denkt so, oh geil, jetzt kann ich neue Orte exploren. So. Und es ist Designstechnik technisch echt wieder ein Meisterwerk. Mhm. Also Metroid Prime 1 ist echt großartig, muss ich sagen. Es ist vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen, weil am Schluss müsst ihr diese Koso-Artefakte finden. Das ist ein bisschen nervig. Das ist aber diese Krankheit, das hat Wind Waker auch gehabt. Das war, glaube ich, diese Zeit. Die Zeit war einfach so, wir müssen noch irgendwas verteilen in der Welt, damit ihr einfach nicht das Spiel in 3 Stunden schafft, sondern ihr müsst dann 5 Stunden oder 6 Stunden haben von Entertainment. Ja. Aber wie gesagt, und das Phasen spielt natürlich auch eine große Rolle in der Timeline. Ne? Also bei Prime 1, 2 und 3 geht es halt wirklich darum, dass es so eine radioaktive Substanz gibt, halt irgendeine Alien-Substanz, die quasi ziemlich viel mutieren lässt und auch ziemlich viel kaputt macht quasi in dieser Galaxie. Die ist halt korrumpiert irgendwie ein bisschen. Und ja, im und dritten Teil hat man ja sowieso noch mehr damit zu tun als im ersten. Mhm. Aber es war so der Aufhänger vom ersten Teil auch. Ne? Und da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, ne? Weil das Phazon soll ja eigentlich komplett ausgelöscht sein. Ja, das Ende vom dritten. Worum soll es jetzt im vierten Teil gehen? Ja, deswegen reden wir jetzt. Ja, es gibt vielleicht mehrere Fan-Theorien, die es vielleicht schon gibt oder so. Aber ich muss halt sagen, Metroid Prime 1, klar, kann man ganz leicht in die Timeline irgendwie noch irgendwie reinkriegen. 2 ist, finde ich, schon ein bisschen schwieriger, weil das Spiel irgendwie echt so ein bisschen konfuser ist. Und 3, es gibt ja, wie gesagt, das Problem halt, was ich bei Metroid so ein bisschen sehe, ist die Föderation, welche Rolle diese Föderation immer spielt. Weil in manchen Teilen sind sie nett und auf deiner Seite und in anderen Teilen ist die Föderation shady und komisch und eigentlich nicht auf Samus' Seite. Weißt du? Sieht man ja in Ava M oder so, dann sieht man es in Prime 3, ist irgendwie schon ein bisschen gegensätzlich. Die sind ja auch sehr abgefuckt. Ja, genau. Deswegen ist die Frage, wird die Föderation irgendwie im nächsten Metroid Prime, also in Metroid Prime 4, wird die Föderation da auftauchen? Werden sie alte Charaktere vielleicht auch reusen? Werden sie irgendwas von Dread benutzen? Was ich, keine Ahnung, es sind viele Fragen. Also meinst du, es gibt eine Föderation? Weil ich schätze mal schon, weil sie in dem dritten Teil ja eigentlich vorkommt und sehr präsent ist. Ich glaube schon. Also im ersten Teil kam sie ja überhaupt nicht vor eigentlich. Nö, im zweiten auch nicht. Im zweiten Teil kam sie stimmt, vor. Stimmt, da landen die ja auch. Ja. Ja. Ich liebe den zweiten Teil. Ne? Was ich mich halt echt frage generell ist mal, wo der vierte Teil angesiedelt sein wird, weil er muss nach 3 spielen. Also laut der offiziellen Timeline sollen ja quasi Prime 1 bis 3 sollen alle zwischen Metroid 1 und Metroid 2 spielen, was schon ziemlich fucking weird ist. Ach, ich gebe auf die Timeline gebe ich echt keinen Fuck, Alter. Ich gebe da auch keinen großen Fuck drauf. Nur, was ich mir überlege ist, wer sagt, dass Prime 4 unbedingt direkt nach Prime 3 kommen muss? Prime 4 könnte genauso gut auch nach Fusion spielen oder nach Dread oder nach Super Metroid. Die Frage ist, weißt du? Also es könnte echt viel später spielen und eine ganz andere Thematik haben. Ich finde aber, dann dürfen sie es nicht Prime 4 nennen. Dass sie sich auf den Namen schon geeinigt haben. Sie haben ein Konzept im Kopf. Nintendo hat vielleicht heißt es auch nicht Prime 4. Vielleicht war es nur ein Working Title. Ja, mit Prime Federation Force 2. Ja, oder vielleicht heißt es Metroid Genesis und beleuchtet die Vorgeschichte von Samus oder so. Was weiß ich? Es kann literally alles sein. Ich würde sagen, stell dir mal vor, ein Spiel, das halt so ein Metroid, das ein ähnliches Spielprinzip hat wie Prime, aber es spielt quasi, du bist quasi Samus, die gerade von den Chozo aufgezogen wird und das erste Mal ihren Switch bekommt. Das war mein Traumspiel, aber das wird ein RPG, das wird ein Visual Novel RPG. Ein MMO, ja. Nein, das wird kein MMO. Nein, ich weiß, was du meinst, klar. Aber ich glaube, das wird irgendwann anders kommen. Ich glaube, die haben die Marke jetzt so stark gefüttert, dass sie jetzt mit Dread schon quasi das Ende von Metroid so ein bisschen schon vorgezeigt haben. Und ich schätze mal wirklich, die müssen Prime 4 nach Prime 3 einsiedeln. Sonst müssten sie das Spiel umbenennen. Und das wäre für die Fans auch scheiße, weil die Fans wollen jetzt ein Prime 4 haben. Du kannst nicht einen Fan sagen, F-Zero GXY und dann sagst du, nee, es wird jetzt F-Zero, keine Ahnung, machen wir irgendwas anderes. Also ich glaube nicht, dass Nintendo, das F-Zero-Beispiel war behindert und dumm, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt ein Metroid-Teil benutzen, um da irgendwas als erstes dahin zu bauen. Das wird auch wieder ein 2D-Dingen sein. Wo die also ich kann mir halt auch vorstellen, also guck mal, die haben ja auch, die Prime-Spiele sind ja schon auch ziemlich anders als die 2D, als die Mainline-Games. Natürlich. Und die haben sich ja auch ziemlich viel da ausgedacht. Zum Beispiel die Metroids waren ja halt diese Viecher auf SR388 und die hatten halt ihre eigene Evolutionslinie und dann kommt Metroid Prime und die Metroids da funktionieren einfach komplett anders.
Und die haben quasi so eine, wie so eine Art Gottheit, die sie quasi erschafft, also Metroid Prime. Prime, ja, der Final Boss, Spoiler. Halt, die werden ja dann auch nicht zu Alpha, Gamma, Zeta, Omega Metroids und haben keine Queen oder so. Und dann gibt's ja diese Spalt-Metroids und halt alles ist ganz anders so. Ja, aber man könnte dann echt denken, so, das ist, spielt eigentlich in einem Paralleluniversum oder ja, hat eine ganz eigene Timeline. Das ist Spin-off-mäßig. Und so, ne? So ist es für mich auch in meinem mit der Kopf. Föderation, in meinem Kopf sind die Prime-Teile sind einfach eine ganz andere Timeline als die Mainline. Sind losgelöst. Aber das Ding ist halt einfach. Wobei man an den Schiffen ja sieht, da, also zwischen welchen Teilen das tatsächlich spielt. Ich bekomme gerade wirklich wieder Bock, Prime zu spielen. Ne? Ich habe irgendwie noch mal Bock, den dritten Teil durchzuspielen. Weil der erste und zweite sind schon ein bisschen painig, aber ich habe den dritten Teil nur einmal, glaube ich, nur gespielt. Ja, der dritte Teil hat ein gutes Pacing irgendwie. Ja, da passiert und immer was. Und im dritten ist es wirklich so, du hast wirklich einen Puzzle-Room nach dem anderen. Klar, mit ein paar coolen Kämpfen dazwischen immer mal. Ja, aber so. Drei ist krass durch die Seite. Aber Prime 2 und 3 haben so viele Puzzles. Und sehr viele Längen. Und die Prime-Games haben ziemlich krasse Environmental-Puzzles irgendwie. Ihr kommt echt in einen Raum rein und diese man hat ja oft in solchen Spielen hat man irgendwie so Strukturen oder Architekturen, die sich sehr wiederholen. Ne? Ich meine, guck dir Breath of the Wild an, guck dir da die Schreine die ganzen, an oder ja, so. Sieht ja, alles gleich aus. Ja. Oder in Elden Ring oder so. Aber in Metroid Prime-Games hast du echt teilweise, du kommst in Räume rein und da sind so komplexe mechanische Apparaturen und Mechanismen. Apparaturen drin und ich weiß, was du meinst. Die sind alle beweglich und dann benutzt du irgendwie den Morphball, rollst irgendwo rein, boostest und dadurch fährt irgendwie so eine ganze Wand hoch und irgendwelche Plattformen kommen da raus. Dann kannst du die Plattformen hochspringen, stellst oben einen Generator an, dadurch entsteht ein riesiges Sternbild oder was weiß ich was. So, ja, so kranke Sachen gibt es halt da. Top in dem Game, und ja. das finde ich immer, war eigentlich so das, was echt richtig impressive war an den Games. Ja. Und ich denke mal, dass das in irgendeiner Form auf jeden Fall auch enthalten bleiben wird und wahrscheinlich dann noch weiterentwickelt wird. Ich hoffe es echt, die machen, ich will jetzt nicht unbedingt Flugsequenzen mit dem Raumschiff haben, aber ich hoffe, sie nehmen das Raumschiff wieder, um mehrere Planeten zu bereisen zu können oder so. Sowas fand ich in Prime 3 geil, dass du halt dadurch, wie so, nicht so wie eine Levelauswahl hast, aber es wirkte halt irgendwie schon organisch und cool, dass du halt dadurch so ganz unterschiedliche Planeten hattest, die unterschiedliche Regeln haben. Also teilweise konntest du ja auch das Schiff rufen, um irgendeine Wand einzuschießen, ja, oder später musstest du diese Bombenkomponenten genau, da sammeln. Ja, also es hat irgendwie was gegained, finde ich. Also irgendwie das hat dem Spiel was gegeben, dieses Raumschiff noch mehr weiter einzubinden. Aber wenn ich mal was sagen kann, was vielleicht eine Chance für das Spiel, aber auch eine Befürchtung von mir ist, was das Spiel schlechter machen könnte. Ja, ich glaube, ich weiß, was du sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel open-worldig wird. Dass es so sehr offen ist mit sehr... Alter, Breath of the Wild nur als Metroid-Spiel, dass du einfach einen großen Planeten hast. Ja, eben. Stell dir vor, du hast echt so einen Planeten, wo du auf der Surface rumrennen kannst und da ist halt ganz viel offene Fläche. Ja, und dann hast du aber so Eingänge, in die du reingehst und bist dann in so einer Metroid-mäßigen Unterwelt halt mit Korridoren und so. Das wäre fucking geil. Aber sie könnten es dadurch auch voll verkacken, wenn du halt ganz viel Fläche hast, wo nichts ist. Ja, ich will lieber Schlauch an Schlauch haben. Ich glaube ich auch, aber wenn man es richtig anstellen würde, könnte es richtig geil sein. Und stell dir vor, du hast so eine Overworld, die halt... Und dann kannst du da rumfliegen mit deinem Raumschiff als Verkürzung. Ja, oder das mit Speedbooster durchboosten. Ich sehe deinen Approach. Weil das könnte dann echt geil sein. Wenn du ein geiles Traversal hast, dann kann so eine Open World, könnte da richtig Sinn machen und Bock machen. Aber dann hättest du da irgendwelche Stützpunkte von Space Pirates, die du quasi zerstören kannst. Ich habe ein Gegenargument, Greedo. World Boss, riesige Aliens. Eigentlich ist doch Metroid Prime genau das. Du landest auf dem Planeten und kannst doch überall hinlaufen. Und hast aber die Räume sind halt alle sehr klein. Ja, aber das ist ja auch der Hardware geschuldet. Sehr klaustrophobisch, ja klar. Ja. Und ich finde auch dieses Feeling, dass es klein und klaustrophobisch ist, muss bei Metroid dabei sein. Mhm. Ich mag es lieber, in irgendwelchen engen, katakombenartigen Höhlen rumzulaufen, anstatt nur weite Flächen zu haben. Es ist natürlich erfrischend. Zum Beispiel, wenn du das Schiff hast, das Sunken Schiff hast oder so, du hast einen riesigen See auf einmal vor dir und kannst nach unten gehen. Das ist ziemlich geil. Ja, ich auch. Vom Leveldesign. Aber wenn du dir vorstellst, wie so ein Planet funktioniert quasi, der hat halt nur mal eine Oberfläche
Und dann kann man da halt so Stollen reingraben, die miteinander verbunden sind und dann vielleicht auch in irgendwelche Höhlen reingehen. Natürlich. Es würde übelst Sinn machen, wenn man beides hätte. Ja, aber genau das haben ja die ganzen, das haben die meisten Open-World-Spiele ja leider nicht. Ja, ja. Jedes Open-World-Spiel ist so, alles oben ist geladen, du kannst in alle Häuser reingehen, aber kommt mal eine Höhle oder irgendwas unter dem Surface, wirst du teleportiert. Ja. Du gehst dann in einen Teleporter rein und bist dann unten und dann ist das nicht mehr organisch. Dann ist das so, hey, dafür müsstest du keine Open-World designen. Eigentlich müsste die World so designt sein, dass auch diese Höhlen alle geladen sind. Wie bei Dark Souls, dass du, wenn du einen Fahrstuhl benutzt, dass du keine Ladezeiten hast, sondern dass es Echtzeit ist, dass du dann unten da bist. Und das macht mit, das macht bisher kein Open-World-Spiel richtig geil. Das macht auch ein Elden Ring nicht gut. Da hast zwar auch keine Ladezeiten und es ist trotzdem verbunden, aber es fühlt sich nicht wirklich geil an. Weil da ist nur die Oberwelt gut designt, aber diese Höhlen oder diese Katakomben sind halt wirklich immer ziemlich gleich. Und deshalb sage ich, das wäre eine riesen Chance für das Spiel, aber es kann viel kaputt machen. Ja. Und die Frage ist halt auch, auf welcher Plattform letztendlich das Spiel rauskommt. Switch. Weil wir wissen überhaupt nicht, wie weit in seinem Lifecycle das Spiel ist, also wie weit fertiggestellt es ist. Es könnte absolut sein, dass es erst auf dem Switch-Nachfolger rauskommen soll. Und ich glaube, Nintendo hat ja sogar gesagt, dass die Switch noch geplant ist, irgendwie 10 Jahre weiter zu existieren oder so. Ich glaube das nicht, Das heißt nicht, dass sie, nicht mit dass es 10 Jahre dauern. Nicht mit diesen Joy-Cons. Und das heißt doch nicht, dass es 10 Jahre dauert, bis die nächste Konsole rauskommt. Aber ich glaube auf jeden Fall, die Switch wird noch ein paar Jahre zumindest weiter krabbeln, kriechen auf dem Zahnfleisch. Wir werden irgendwann in das Streaming. Die Frage ist einfach, glaub's mir. Wird das Spiel noch auf Switch rauskommen oder erst auf der nächsten Konsole und wird die nächste Konsole mehr Hardware-Power haben? Wenn sie das hat, dann wäre es echt denkbar, eine coole Open World zu machen, mit aber auch coolen Levels drin. Ja. Aber wenn es noch auf der Switch ist und sie aber eine vernünftige Grafik haben wollen, dann muss es eigentlich so eine Struktur haben wie die anderen Prime-Spiele, dass du halt eher kleinere Maps und Korridore hast als irgendwie eine Open World. Ich glaube, ganz ehrlich, ich stell dir mal vor, wirklich, das Spiel wird komplett gecancelt. Stell dir jetzt mal vor. Das können die nicht machen. Sag das nicht, das ist Nintendo. Ja. Die können alles machen. Nein, aber ich meine, ich will auch nicht, dass es gecancelt wird, aber es muss ja wirklich irgendein Problem gehabt haben, das ist fertig zu entwickeln. Oder drei Jahre ist schon eine lange Zeit, Alter. Überleg mal, du setzt dich 3 Jahre und mit bezahlten Leuten, die dafür ausgebildet wurden, dass die das bauen und die können 3 Jahre kein Haus bauen. Und es war vielleicht ja ein Haus mit 3 Etagen. Das ist Metroid Prime 4 dann. Es gibt ja auch irgendwelche Leute, die haben sich irgendwie genau angeguckt, so welche Leute, die angeheuert haben. Auch als Artist und sowas. Ja. Und da waren ja irgendwelche Leute irgendwie von so Character Designer von Halo und 10.000 Lighting Artists und 3D-Modeller. Wahrscheinlich haben die irgendwas gebaut, was gar nicht auf der Switch läuft, ne? Und dann haben die Spiele gesagt, Raytracing gibt es nicht, okay. Ja, war auch irgendwie, da wurden dann halt auch irgendwie die Stellenanzeigen irgendwie analysiert und so. Und da ging es halt echt um schon ziemlich krasse Technologie, die, glaube ich, gar nicht auf der Switch funktionieren würde. Ja, wir können auch zurückkommen auf deine Frage. Oder ihr könnt auch gerne, ne, falls es euch jetzt in der Seele brennt und sagt, oh, was sind das für 2 Idioten, dass die einfach das und das nicht im Blick haben, schreibt bitte uns echt einen Kommentar auf Game Backtrack YouTube. Da wird das hochgeladen. Bei Spotify kann man keine Kommentare schreiben. Aber Greedos Frage war jetzt wirklich, wird das Spiel verschoben auf eine nächste Konsole von Nintendo? Obwohl Nintendo gesagt hat, sie werden 10 Jahre noch irgendwie Switch füttern. Kommt eine Power-Up-Version von der Switch raus? Und ich schätze mal schon, ich weiß nicht, ich schätze mal schon, dass wir vielleicht in einem Jahr wirklich einen Trailer kriegen von dem Game. Ich glaube, dieses Jahr ist... Ich kann auch Scheiße labern. Kann das so im September sein? Übermorgen halt, Nintendo Direct. Man hat halt dann wirklich noch gar nichts vom Spiel gesehen. Und deshalb kann ich mir echt vorstellen, dass es gar nicht mehr auf der Switch rauskommt. Ich kann es mir auch vorstellen. Oder es wird wieder so eine Hybrid-Lösung, dass es mit 30 FPS auf der Switch läuft und mit 60 FPS auf der Switch 2 läuft. Sagen wir jetzt mal Switch Next Gen, ne? Nee, aber... was ich halt auch sagen muss, Nintendo macht das halt echt so, die zeigen erst etwas, wenn es halt ziemlich weit schon vorangeschritten ist im Design. Weil das Problem hast du ja auch heute mit unserer Culture, dass Leute dann irgendwie sagen, ja, wie sieht Samus aus? Das Spiel hat eine scheiß Grafik. Oh, dieser Gegner sieht voll kacke aus. Das sieht ja aus wie No Man's Sky und jetzt ist es auf einmal Metroid oder so. Du hast diese ganze Shit-Culture, einfach diese Leute, die einfach nur Trash-talken und mit nichts zufrieden sind.
Die hast du halt. Und wenn Nintendo jetzt was gezeigt hätte, was unfertig ist oder sonst was, dann wäre das ja noch demotivierender für das ganze Team. Weil du überlegst, das sind Leute, die dafür wirklich arbeiten. Das ist ja die Arbeit. Und stell dir vor, dann reagieren alle negativ auf den Trailer von dem Spiel. Und deswegen denke ich mal, dass Nintendo auch deswegen nicht so viel von diesem Spiel zeigt. Sie sind sich vielleicht nicht unsicher, aber sie wollen jetzt auch nicht schon das Feedback haben von ihren Kunden. Sie wollen sicherstellen, dass das Spiel einen gewissen Level von Polish genau. hat, bevor sie es genau. halt offenbaren. Genau. Und beim, ich finde es schon eigentlich, keine Ahnung, ich finde es komisch, dass noch nichts irgendwie geleakt ist oder so. Ja. Das muss echt irgendwie, die müssen top-security-mäßig irgendwie damit umgehen, dass da dass man wirklich noch gar nichts, nicht mal ein Artwork oder irgendwas gesehen hat. Ich habe auch eine gute Frage noch an, die ich dir stellen würde. Ja. Meinst du, es wird Controller-Support haben oder meinst du, es wird Motion-Controls haben? Weil das ist auch ein bisschen die Sache bei Metroid Prime 3. Es ist ein Wii-Spiel und ich weiß, Wii-Steuerung ist immer in aller Munde, dass sie scheiße ist, aber ich finde bei sowas mit Pointen oder so, auch Resident Evil 4, ja, ist es immersive irgendwie schon, so Schalter zu benutzen, indem du deine Hand runterziehst. Für mich ist auch, was Motion Gaming angeht, also ich mochte Motion Controls nie, außer für Shooter. Ja, Shooter sind und halt damit zielen und so, ist halt einfach geil. Es ist geil. Es fühlt sich rewarding an. Du denkst, du bist Samus in dem Moment, weil du musst halt wirklich. Es gibt immer noch Auto-Lock-On bei Metroid Prime 3. Sorry. Ja. Aber dennoch, also was meinst du? Meinst du, sie werden die Joy-Con-Fuchtelsteuerung etablieren oder meinst du, es wird Controller sein? Oder beides? Ich finde halt die Motion Controls irgendwie Nunchuck? Ja, mit Wiimote und Nunchuck war die gut. Ja. Mit den, wie heißen die Dinger? Joy-Cons. Ja, die sind scheiße, ne? Ja, finde ich scheiße. Ich auch. Ich hoffe mal, dass sie es nicht benutzen. Das sagen ich kann ganz mir leider viele. Vorstellen, dass sie es benutzen. Aber irgendwie glaube ich, es wird zumindest Controller-Support haben, wenn nicht sogar komplett auf Motion-Controls verzichten. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, die Wiimote hat ja auch anders funktioniert. Ne? Die hat ja eine Sensorleiste und die ganzen... Die benutzen Gyro. Ja, die benutzen Gyro. Und Gyro ist viel ungenauer in der Hinsicht. Also das musst du ja andauernd neu kalibrieren, damit es funktioniert. Ne? Ja. Also ich schätze mal irgendwie, es wird darauf verzichten wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, man braucht es in Metroid Prime auch nicht, weil wie gesagt, es geht gar nicht darum zu zielen oder so, weil du hast die ganze Zeit ja Autolock an. Aber was ich mir überlege ist, oder was ich denke ist, man kann heutzutage kein einfaches Metroid Prime mehr rausbringen und das so verkaufen, weil es gameplay-mäßig einfach sehr veraltet ist. Ich glaube, man muss da echt ein paar Neuerungen reinbringen. Man muss irgendwie mehr Möglichkeiten haben, auch das Core die Core Gameplay Loop und das Combat müssen irgendwie knackiger sein. Ne? So einfach so Sachen wie Melee Counter zum Beispiel. Stell dir einfach vor, und das habe ich mir schon damals im Prime gedacht. Immer eine Klinge gewünscht oder so, ne? Ja, oder dass man einfach, keine Ahnung, wenn du so diese Kugel vom Charge Beam vorne dran hast, warum kannst du die nicht einfach in einen Gegner reinschlagen, wenn der dich gerade angreift? Oder sowas halt. Und generell, Samus hat in allen Spielen immer das Problem gehabt, so sie kann halt nur schießen und wenn ein Gegner zu nah an dich rankommt, bist du halt schutzlos dem ausgeliefert. So. Du kannst dann versuchen wegzuspringen, aber halt du wirst dann immer getroffen, fliegst in der Gegend rum, fällst von der Plattform runter oder so. Aber wenn du einen Melee-Counter hättest, und den gibt's ja jetzt in den 2D-Spielen, also gab's in 2 Remake und in Dread. Und ich sehe nicht, warum man den zum Beispiel nicht auch übertragen könnte in Prime. Vielleicht machen sie es echt so, dass man so Grapple-Beam hat und dann kannst du so kleinere Sachen aufheben vom Boden oder so, oder Gegner aufheben und die dann wegwerfen oder so. Ja. Vielleicht so eine Mechanik auch. Gab's ja auch damals teilweise, gab's zum Beispiel so Space Pirates mit dem Schild, da konntest du den wegreißen mit dem Grapple-Beam oder so. Es war auch immer satisfying. Ich spiele Prime 3 nochmal durch. Halt solche Sachen. Man muss irgendwie das Gameplay ein bisschen auffrischen, damit es attraktiv ist. Weil damals hat es halt einfach gereicht, so wow, es ist Metroid, aber in 3D. Ja, ja, so, das war was ganz Neues und einfach aber es halt so ein Planet irgendwie in 3D zu exploren und so, das war was komplett Neues. Ja. Aber heutzutage gibt es halt 10.000 Spiele, die so in die Richtung gehen. Auch gerade jetzt sprießen ja so Space Games irgendwie. Ich wollte schon sagen, ne, massenweise das ist, aus dem Boden. Ja, und auch ziemlich brutale Space Games und so. Mhm. Und die werden auch ein bisschen den Rang ablaufen, ne, weil wer hat nach Calypso Protocol und wie die ganzen Sachen haben, wer hat dann noch Bock, nochmal ein Space-Spiel zu spielen, was eigentlich Unrecht ist, weil Metroid ja schon was anderes bietet.
Aber ich sehe die Gefahr auch darin, dass die Leute dann sagen, ja, nee, ich habe jetzt keine Lust auf ein Metroid. Das ist ja auch wieder nur Weltraum rumgeballere. Stupide gesagt natürlich. Halt im dritten Teil haben sie ja auch versucht, das Gameplay so ein bisschen aufzuswitchen irgendwie mit dem Hyper-Mode und so. Und mit sehr viel NPC-Interaktionen auch, ne? Ja, also teilweise viel. Was auch nicht so geil war, ehrlich gesagt. Ja, aber es hat halt schon so ein bisschen, das ist halt das Ding, das wird ja auch in Prime 4 sein, es wird keine pure entweder wird es so, wie du es sagst, entweder wird es echt open-worldig und man ist sehr isoliert. Entweder ist es so, wie du das sagst, oder ich denke, dass es halt mehr Zivilisationen gibt und dass du mehr reden kannst und dass du so eine Station hast, wo du rumläufst oder sowas. Sowas kann sein. Das sind halt komplett andere Designentscheidungen. Ja, oder zum Beispiel, wenn es echt die Vorgeschichte von Samus wäre, jetzt. Glaube ich auch nicht. Aber als Beispiel, dann hättest du halt da die Chozos, mit denen du reden kannst. Da musst du halt blablabla reinbauen. Die dir irgendwelche Quests geben und so, wo du deine Skills lernst und so. Natürlich. Aber ich denke, es wird Motion Controls haben. Also ich bin sehr fest der Überzeugung, es wird Motion Controls haben, was natürlich nicht gut ist, weil die Joy-Cons scheiße sind. Festgelegt, ja. Nur also dass du nicht umswitchen kannst auf normale Controls. Aber das, guck mal, das glaube ich zum Beispiel nicht, weil voll viele Leute spielen auch mit der Switch in Handheld-Mode und das würde nicht gehen. Ja, da müssen die beides machen. Obwohl, du kannst auch im Handheld-Modus die Gyros benutzen, ne? Man muss halt rumwackeln, ne? Aber dann hast du nicht separat beide Hände, sondern dann könntest du einfach nur die Switch rumschwenken, um zu zielen zum Beispiel. Aber ich finde, es ist ein verschenktes Potenzial, diese Pointer-Mechanik, auch wenn es mit Gyro ist. Es ist ein bisschen Verschwendung, das nicht zu benutzen im Metroid, weil das Spiel gaint darüber. Es gaint ja trotzdem was. Also Metroid Prime 3... Es sei denn, es funktioniert nicht gut. Ja, aber ich spiele Metroid Prime 3, würde ich... Oder 2, finde auch 2 und 1. Da gab es ja diese Collection für die Wii. Ja. Da wurde das ist so geil, ne? Die Trilogy. Die Trilogy ist so gut. Und die konntest du ja auf der Wii U noch runterladen. Ohne Scheiß... Von der Value her ist das beste Spiel, das jemals rausgekommen ist. Es sind drei Haupttitel. Drei komplett vollwertige Spiele. Jedes davon dauert mindestens 15 Stunden durchzuspielen, wenn nicht 20. Fuck you, All-Stars Collection. Übelst viel Content. Und dieser Content ist sogar noch verbessert, weil es ein bisschen upgescaled ist. Ja. Bessere Ladezeiten und neue Controls. Und ich glaube auch 16:9 Modus bei allen. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, das ist halt No-Brainer. Das ist eine richtig geile Collection gewesen. Ja, aber das mit dem Argument... Und dann noch neue Achievements und Art Galleries und sowas. Das ist dieses Schiff von Samus, ne, mit so einer Wackelfigur und sowas. Ne? Und du kannst auch so Codes eingeben, ne, dass du irgendwelche Sachen abhörst in Prime 3. Mhm. Nee, aber sag du erstmal. Nee, aber dein Argument ist halt schon stark, ne, wenn man das Handheld-Ding wieder dazu nimmt. Das habe ich jetzt ausgeklammert. Ja. Weil wenn du es wirklich in Handheld spielst, wäre es natürlich kacke, wenn du Motion Controls hättest. Das kommt nicht mehr auf der Switch raus. Das ist halt auch wieder die Frage. Ja, aber dann hast du nicht dann auch wieder einen Controller, glaube ich. Ich könnte mir halt echt vorstellen, dass das ein Launch-Title für die nächste Konsole ist. Okay, ich revidiere das. Weil dann würde es echt Sinn machen, warum sie noch nichts gezeigt haben. Weil dann wird es VR. Nee, weil sie nichts zeigen konnten, weil sie sonst revealen würden, was die neue Konsole wird. Ach so. Nein, weißt du was, ich hab bildlich vor Augen, es gibt eine OLED-Version von Metroid Prime 4 und die hat dann einen roten Joy-Con und einen orangenen Joy-Con. Das wird kommen, Digga. Und dann ist die Konsole weiß-silber und da ist das Metroid-Logo drauf. Also der Dock ist silber. Silber-weißlich und da ist das Metroid-Logo drauf. Eingestanzt. Also ich glaube schon, dass es noch für die Switch kommt. Ja. Ich glaube schon, dass die werden die Switch ausschlagen, weil du musst in der heutigen Zeit, ne, ich rede wie so ein Opa, ne, aber du musst auch überlegen, was eine neue Hardware auch wie viel Produktionskosten kostet. Aber sie wird ja kommen. Wir wissen nicht wann, aber es wird eine neue Hardware kommen. Ja, aber du kannst doch... Und die Switch hat so viel Geld eingebracht, dass sie eigentlich theoretisch die nächste Konsole richtig geil machen könnten. Mit mehr Hardware-Power. Das heißt, aber Nintendo war doch schon immer derjenige, das besondere Kind quasi. Der quasi sagt, nein, wir brauchen nicht so viel Power, wir haben unsere Exclusives und so. Das haben sie immer gemacht. Ja, das haben mit der Wii. Die Wii war so eine Casual-Konsole, die einfach scheiß Grafikleistung hatte. Und die war krass erfolgreich, weil es diese Fruchtelspiele gibt. Und weil halt auch Unique Mario Galaxy da drauf war und so, und das reicht. Und ein Twilight Princess und ein, ich überleg mal, hier Dings ist Breath of the Wild ist ja auch rausgekommen. Ja, und weil es einfach Millionen Familien gab, die einfach eine Wii zu Hause hatten mit, was weiß ich, einmal Wii Sports und, keine Ahnung, einem Mario-Spiel oder so, und die wieder was gekauft haben. Ja, deswegen denke ich mal, mit der Switch
du musst einen neuen Prozessorkern finden, du musst ein neues Betriebssystem darauf etablieren, du musst einen kompletten Shop, den Online-Shop umdesignen. Aber kannst du dir echt vorstellen, dass ein neues Metroid Prime mit HD-Texturen oder was? Ja, halt mit guter, moderner Next Grafik, Gen, sag ich mal, also, dass sowas auf Switch funktionieren kann. Nochmal, das ist funktioniert mit der Grafik oder was? Ich glaube, also, dass es auf Switch oder existieren kann, wird muss es schon Trash aussehen. Wird Cell Shading. Es wird Wind Waker Prime. Ich glaube schon, dass man vieles, und das siehst du an Xenoblade Chronicles 3, dass man vieles aus der Switch rausholen kann, wenn es echt perfekt optimized ist. Es liegt am Grafikstil, nicht unbedingt an Texturen. Aber trotzdem glaube ich irgendwie, dass das Metroid Prime 4, das sich alle wünschen, dass das eigentlich auf Switch nicht umsetzbar ist. Ja. Und mit dem, was die für Leute angeheuert haben und was die da vielleicht alles planen, dass das gar nicht funktionieren kann auf Switch. Hast du Bayonetta 2 mal gesehen auf der Switch? Ein bisschen. Es also läuft. Nur so Trailer und also ich habe es nie selbst gespielt, ich habe nur Gameplay quasi online gesehen. Ja, das ist was anderes, als wenn du es wirklich auf der Konsole siehst. Eben. Weil das Spiel hat schon okay Grafik, sage ich mal. Es ist halt immer noch ein Wii U, also der zweite Teil nicht. Aber der zweite Teil hat wirklich eine angenehme Optik und Grafik und so. Da flimmert auch nichts großartig. Es hat einen guten Artstil, auch Wassereffekt und so. Bayo 2 war nicht auf Wii U? Nein. Nur auf Switch? Ja. Oder? Nein, Bayonetta 2 war auf Wii U, du hast recht. Ja. Es war ein Wii U-Port quasi. Aber auf der Wii U sieht es auch gut aus. Deshalb, ich denke mal, ja, sie müssen abgerundeten Grafikstil haben. Bayonetta ist irgendwie nicht sehr detailliert, was die Umgebungen angeht, ne? Doch. Also es sind so krasse Hintergründe und so, aber nicht viel komplexe Geometry und irgendwie Mechanismen und so. Es sind meistens einfach Plattformen, auf denen du rumrennst und gegen Viecher kämpfst. Aber es geht schon viel Shit ab, ne? Dass der Boden abbrückt, dass Wasser rausspritzt aus dem Boden und so. Also das, ich glaube, du unterschätzt das Spiel. Das hat schon eine geile Grafik. Das neue Bayonetta 3 sieht nicht so gut aus, muss ich sagen, vom Trailer her. Das sieht irgendwie schon billiger aus als der zweite Teil. Ich weiß nicht, warum. Echt? Es kann aber am Trailer liegen. Weil so Spiele wie Devil May Cry sehen auch auf Streaming-Plattformen scheiße aus. Wenn Devil May Cry 5 siehst beim Streamer, du brauchst konstante 60 FPS für dieses Spiel und diese ganzen Bandwidths, die du hast, quasi von den Playern von Twitch, die halten das gar nicht aus. Das sieht nicht so gut aus. Mhm. Das ist ein großer Unterschied, das auf dem HD-Fernseher selbst zu spielen oder einen Stream oder ein Video zu sehen. Das ist bei den Spielen wirklich so. Die Sache ist halt auch, ich bin keine Grafikhure oder so. Mir ist Gameplay 10.000 Mal wichtiger als Gameplay ist eigentlich das Einzige, was wirklich zählt für mich. Ja, aber bei Prime, als Prime damals rauskam, hat es halt dadurch bestochen, dass es irgendwie so eine detailverliebte Grafik auch hatte. Weil, wie gesagt, es hat geregnet, du hast die Tropfen auf dem Visier gesehen. Wenn du gegen eine Wand geschossen hast und es hat geleuchtet, hast du die Reflexion von Samus' Gesicht in deinem Visor gesehen. Ja. Und solche Sachen halt. Da waren viele Details. Und deshalb denke ich, dass die Grafik für Metroid Prime schon wichtig ist. Und wenn sie jetzt Prime 4 rausbringen, muss das schon irgendwie eine geile Grafik haben. Ich weiß nicht, ob das auf Switch realisierbar ist. Und wie gesagt, ich finde, sie müssen das Gameplay irgendwie aufswitchen. Irgendwie müssen halt neue Sachen hinzufügen. Irgendwie Stichwort Melee-Counter. Basenbau. Oder halt irgendwas, ja, das, oder dass du dass du mehr Skill haben kannst irgendwie im Kampfsystem. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Damals war es halt echt so, du hast einen Gegner gelernt und dann konntest du ihn besiegen. Du brauchst kein gutes Timing, du brauchst nicht viel Skill oder so. Wie wär's, wenn man einfach Ninja Theory daran setzt und das alles so ein bisschen macht, dass es so zu passen? Team Ninja. Team Ninja meint, ja. Wir setzen einfach Team Ninja rein. Nee, aber ohne Scheiß, du meinst das jetzt als Meme, aber aber die haben auch viele coole Sachen in Other M gemacht und auch Sachen, die gut funktioniert haben. Ich mag Other M, ich verteidige das. Ich finde auch, also das grundsätzliche System, dass du so rumläufst in Third Person und auf Sachen einfach schießt und du zielst automatisch auf die und so, das hat gut funktioniert und auch diese Melee-Kampftechniken fand ich auch irgendwie cool und irgendwie bis zu einem gewissen Grad haben die sogar gut gepasst zu Samus. Ich mag das. Dass du irgendwie auf den Gegner drauf springst und dem einfach den Charge-Spiel direkt in die Fresse jagst oder so. Das passt und sowas könnte ich mir für Prime aufhören. Aber es sind 3D schwierig darstellbar. Ne? Stell dir vor, in Prime, du kannst dich an Space Pirate von hinten dran schleichen und fuckst den einfach und schießt ihm in den Kopf so aus nächster Nähe. Ja, aber dann switcht das ja quasi in die Third Person und dann Samus macht das dann. Ja, oder so, vielleicht oder müsste es noch nicht mal.
so Metal Gear Solid-mäßig, ja. Du willst. Oder halt, wie gesagt, in so einem getimten Counter, dass du irgendwie dadurch voll den Vorteil hast, wenn du das richtige Timing hast. Oder vielleicht ein Schutzschild, den du hochnehmen kannst, um Sachen zu blocken. Oder solche Sachen. Oder du machst halt wirklich, dass es ein bisschen auf deine Zielfertigkeit ankommt. Und dann musst du halt doch die Gyro-Controls nehmen. Ja. Dass du halt Arme anschießen kannst von Gegnern, dass sie gelähmt werden oder gelähmt werden. Ja, Stichwort oder Prime Hunters. Ja, dass du halt wirklich Körperzonen hast, die du nicht autoanvisierst. Also wenn du autoanvisierst, ist immer Mitte anvisiert, Brust. Aber wenn du halt selber anvisierst, dass du halt in die Beine schießen kannst. Ja, und das war ja mit der Steuerung von Prime 3 war es ja so, quasi wenn du anvisiert hast, dann hattest du den Gegner immer zentriert, genau. Und du konntest deinen Waffenarm dann trotzdem noch bewegen. Ja. Und konntest dann in den Kopf oder in die Arme schießen. Ja, perfekt. Zum Beispiel. Aber dann halt noch, dass die Ziele auch irgendwie mehr Impact haben. Ja, oder dass du halt dadurch gestunt werden verschiedene oder so Körperteile verkrüppeln kannst, ja. Und das den Gegner dann behindert so. Also zum Beispiel, du hast einen Gegner, der hat eine, was weiß ich, so eine fette Klinge am Arm und du kannst den anvisieren und die ganze Zeit auf den Arm schießen, dann fliegt der Arm ab und kann dich kaum mehr angreifen. Ja, sowas wäre cool. Sowas wäre cool, ne? So, das wäre denkbar oder halt, ja, irgendwie muss man das Gameplay ein bisschen verfeinern, dass das auch heute attraktiv ist noch. Weil wenn man jetzt einfach ein neues Prime-Spiel rausbringt, du kannst dieselben Sachen wie im ersten Prime-Teil, das wäre nicht gut. Vielleicht setzen sie echt irgendwas, vielleicht überraschen sie wirklich, dass so ein Metroid Prime 4 Trailer kommt und Samus halt hat einen ganz anderen Anzug schon mal an. Ja. Weißt du, sowas könnte ich mir vorstellen, dass sie halt wirklich sagen, dann siehst du, warum hat die irgendwie warum hat die so einen Haken oder sonst was? Wahrscheinlich werden sie irgendwas echt in dem Core-Aspekt ändern, damit es halt eine Experience wird, die nicht vergleichbar ist. Weil Nintendo ist dafür bekannt. Die haben irgendwie ein Gameplay-Element und sagen, ja, das muss aber auf jeden Fall in das Spiel rein und das exorzieren sie dann halt durch in dem Spiel als Design-Choice. Und vielleicht wird es bei Metroid auch so sein, dass der Waffenarm eine Renaissance bekommt und irgendwas das ersetzt oder so oder trotzdem noch da ist, aber irgendeine spezielle Möglichkeit noch hast, dass du einen Greifhaken hast oder, ja, Greifhaken gibt's ja auch mit Grapple Beam oder irgendwie sowas, was eine andere Bewaffnung noch hast von Samus. Guck mal, stell mal vor, ist jetzt im September neues Nintendo Direct. Ja, übermorgen, Alter. Und es startet mit einem neuen Spiel. Du siehst einen Trailer. Du siehst irgendwie so Stiefel. Du siehst so Stiefel im Schlamm. Dann die Kamera zoomt aus und du siehst einen Charakter irgendwie gehüllt in so einen Mantel. Das ist Halo-mäßig. Ja. Und geht irgendwie auf so einem, auf so einer Planetenoberfläche lang. Und dann schmeißt er dieses Cape weg. Und das ist Samus. Und du denkst so, wow, Prime 4, let's go! Und dann siehst du irgendwie, dass sie umzingelt ist von 50 Space Pirates. Und du denkst so, Alter, Samus ist geliefert. Und dann Samus verwandelt sich und hat den Metroid-Suit von Dread. Und macht einen fetten Kamehameha-Strahl und schießt die ganzen Space Pirates einfach kaputt. Und dann kommt das Logo Metroid Shred. Shredden. Weil du alles shreddest mit deinem Shredder. Ja, Mann. Ja, nein, oh, ja, ohne Scheiß, sowas. Irgendwie sowas in der Art halt, weißt du? Sowas voll über. Und dann ist halt der Twist, ist halt nichts mehr mit der Story von Prime zu tun, sondern es ist nach Dread und du hast den Metroid-Suit quasi wie ein Hyper-Mode. Du kannst in diesen Suit reingehen und hast dann voll krasse Metroid-Special-Attacks oder so. Weißt du? Irgendwie sowas. Irgendwas Cooles Neues. So haut mich aus den Socken so. Nee, macht irgendwas Cooles. Nee, das wird dann so ein neues MOBA. Und dann hatte ich als Special Attack, dass du so Metroid beschwörst und so. Und dann musst du die ganze Zeit so Lanes beschützen und so. Ich stell dir mal vor, wirklich, die würden das machen. So. Haben sie ja mit Pokémon. Alle freuen sich auf Metroid Prime 4 und dann sagen sie, ja, wir haben stattdessen MOBA gemacht. Wohl einfach nur, es gibt nur Samus als Charakter, das war's. Und so Ridley, das war's. Oder ein Battle Royale. Alter, hör auf. So wie Hunters, aber du bist auf einem riesen Planeten und der verengt sich immer mehr und. Stichwort Hunters, meinst du, das neue Metroid Prime 4 wird einen Multiplayer-Modus besitzen? Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Hat sich bei Prime 2 auch nicht durchgetragen, ne? Aber obwohl, es kam Hunters raus, ne? Und es ist Federation Force. Wir müssen uns echt mal Federation Force kaufen. Wow. Und das kostet nur 9 Euro, Alter. Ich will auch heute kein 3DS-Spiel mehr spielen. Ja, vielleicht kommt das nochmal für Dings für Switch rausgeportet. Ich glaube, es soll gar nicht so scheiße sein, oder? Man hört echt sehr gemischtes.
ich glaube, viele Leute bewerten es auch einfach nicht objektiv danach, wie gut das Spiel ist, sondern einfach nur, es ist voll kein Metroid. Aber dennoch, ne, es für mich würde es auch... Aber der Grafikstil ist auch schon hard trash. Ja. Da hat ja Other M so ein bisschen dran angesetzt, ne, so mehr Story reinzubringen in Metroid. Und du sagst ja auch die ganze Zeit, man, du willst Samus sehen, wie sie aufwächst und wie sie von den Chozos aufgezogen wird. Aber das wäre eine denkbar, halt, das wäre denkbar, das mal zu machen, weil man es noch nicht gesehen hat. Ja, aber das fehlt mir auch ein bisschen so, halt so die Entwicklung von Samus. Ja. Ne? Weil ab einem gewissen Punkt wird es auch langweilig, immer mehr zwischen Fusion und Metroid 1 halt, irgendwie dazwischen zu setzen, was irgendwie genauso ist wie die anderen Spiele. So. Ja. Halt. Deshalb irgendwas krass Neues müssen sie machen. Deshalb entweder die Story weiterführen, aber halt in einem Prime oder halt ein Prime, das aber wirklich in der normalen Timeline ist, dass es quasi echt ein Mainline-Titel ist, aber es ist halt Prime. Anstatt, dass es irgendwie einfach in so einer separaten Timeline ist, die irgendwie quasi quote-unquote unwichtig ist, weißt du? Meinst du, Ridley wird auftauchen in Prime 4? Ich glaube irgendwie schon. Ja, glaube ich auch. Meinst du, Mother Brain oder Metroids werden auftauchen? Ich glaube schon, weil es ja die Vorgeschichte von Samus sein wird. Also Junge, aber gab's in Prime 3, gab's da Metroids, ja, ne? Ja. Gab es? Ganz normal als Gegner? Nur Metroids? Ich kann mich an Prime 3 so schlecht erinnern, Alter. Da gab's doch sogar irgendwie diese fetten, keine Ahnung, so fette Metroid-Dinger mit so Tentakeln, aber so riesengroße Viecher waren das irgendwie. Die gab's in Prime 3? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die hier. Ohne Scheiß, ich kann mich an so vieles von dem Spiel gar nicht erinnern. Ich muss Prime 3 echt nochmal aufarbeiten. In dieser Pirate Homeworld gab es die das erste Mal und später waren die dann auch auf diesem Federation-Planet da. Kommen die aus den Dings? Die kommen nicht aus den Flugzeugen von denen raus, ne? Nee, glaube nicht. Egal, wenn die können irgendwie so Metroids auch erschaffen oder so. Das ist irgendwie ganz komisch. Okay, also wir denken, dass Ridley nochmal kommt als Antagonist und wir denken, dass es Metroids schon gibt. Ja. Also ich denke schon, dass es irgendwie so ein neues Gimmick geben wird. Halt wie den PED-Suit in 3, also dass du so einen Hypermotor hast oder den Metroid-Suit oder so. Irgendwie sowas in der Art. Es wird irgendein neues Gimmick geben, das Spiel halt attraktiv macht. Ja. Oder vielleicht so eine Idee, wie du hattest, dass man irgendwie das Schiff benutzen kann, um zu verschiedenen Arealen auf dem Planeten zu kommen oder so. Die logische Konsequenz wäre ja wirklich, dass sie es Open-World-mäßig machen. Mhm. Du warst ja gar nicht so weit weg, glaube ich. Weil das, also entweder machen eher ein Story-driven Game, was eher segmentiert ist, mit ein bisschen NPC, bla bla bla. Oder sie machen halt das, weil das ist ja Nintendo, ne? Das haben die ja bei Zelda auch gesagt. Breath of the Wild. Und Eiji Aonuma hat das ja auch gesagt. So, ja, Breath of the Wild. Damals hat man beim Zelda NES, beim allerersten Teil, bist du in einer Höhle, bist du gestartet, einfach. Und hast du einen alten Mann gefunden, der gibt dir das Schwert. Und wahrscheinlich machen die vielleicht bei Metroid genau das Gleiche. Metroid 1, du bist Samus Aran, du landest einfach auf diesem Planeten. Und dann erforschst du das. Vielleicht nehmen sie das halt, um das wieder zu rechtfertigen, dass das Spiel so back to the roots gehen soll. Ich weiß nicht, ob sie dann mit dem Prime 4-Teil machen sollten, aber das wäre halt noch eine Konsequenz, warum die das Spiel dann auch wieder nicht Handholding machen, ziemlich open-worldig machen und halt mehr Exploration-Dings, mehr Wert auf Exploration liegen. Damals war es ja wirklich der Hardware geschuldet, dass sie nicht so viele reinbauen konnten. Aber heute können sie es halt sagen, ja, weil die Spieler das so haben möchten, weil es halt back to the roots ist. Aber die Idee ist auch gar nicht schlecht, dass du wirklich eine Planetenoberfläche hast, die halt, wo halt alles sehr weitläufig ist, weil es ist halt ein Planet und Planeten sind halt so irgendwie. Und dann gibt's halt da Höhleneingänge oder was weiß ich, vielleicht auch ein Gebirgsmassiv, wo es irgendwie irgendwelche Spalten drin gibt, wo du reingehst und kommst dadurch in den Planeten rein. Und dann ist halt unter der Surface ist halt dann alles verbunden durch irgendwelche Tunnel oder irgendwelche also so stationenmäßigen, also mechanische Korridore und so, durch Tunnel, durch Minen, durch natürliche Höhlen. Aber man muss auch sagen, wenn das Setup der Story wieder so ist, oh, Samus hat einen Eilspruch der Föderation gefunden, dann muss Samus richtig dumm sein. Ja, ja. Sich jedes Mal darauf reinfällt. Was? The Bottle Ship, the Baby? Oder, ja, was, hier... Oh nein, ein Notsignal der Föderation, ja, ich muss hinfliegen und mich von Emmys jagen lassen. Die Proben sammeln. Oder bei Fusion ist es ja genauso. Das ist einfach so dumm. Also ich glaube, Samus hat da nicht den höchsten IQ, wenn ich das mal sagen darf, wenn das Setup wäre. Ein anderes Setup war cool. Stell dir vor,
die fliegt einfach nur so rum, hat überhaupt keinen Auftrag oder nichts zu tun. Explort einfach so das Weltall. Ja, aber dann ist auf einer Selbstfindungsphase nach Metroid Other M. Zum Beispiel, ja, so ein Midlife Crisis. Nein, aber die fliegt dann halt echt auf so einen Planeten, die sie noch nie gesehen hat oder so. Da wird in so ein Wurmloch reingezogen oder so. Aber dabei wird dann halt irgendwie ihr Schiff kaputt gemacht oder so. Dabei werden ihre Abilities kaputt. Genau, erstmal werden die Abilities weg, weil die dann eine Crash-Landung auf einem unbekannten Planeten machen will. Das ist ein geiles Setup für das Spiel. Und ihr Schiff ist so stark beschädigt, dass sie halt irgendwas in dem Planeten finden muss, um das Schiff wieder zu reparieren. Mhm. Das heißt, du hättest ein natürliches Setup. Du hättest jetzt kein großes Story-Gewäsch und dann kannst du immer noch sagen, boah, auf einmal sind da doch Chosos auch auf diesem Planeten gewesen. Oder halt sowas wie Ravenbeak, dass ein Antagonist auf diesem Planeten auch schon ist und so, der es geplant hat, Samus dahin zu kiten oder so. Keine Ahnung, das wäre für mich ein besseres Setup, anstatt immer zu sagen, ja, die Föderation hat das und dies und, ja, und Samus muss als Handlanger einfach nur als Werkzeug fungieren. Ja, Samus, jetzt mach das mal bitte. Hilf mal bitte uns. Weißt du, das wäre vielleicht mal geil. Und dann hättest du auch wieder dieses Isolieren. Und dann hättest du auch einen Purpose, warum du zurückkommen musst zum Schiff. Wir haben auch einen Dread-Podcast übrigens gemacht, den könnt ihr euch gerne anhören. Zwei sogar. Einmal eins, da war das Spiel noch nicht draußen, da haben wir gemutmaßt, so wie jetzt. Und wir haben einen Podcast gemacht, wo wir es dann durchgespielt haben. Und das fand ich auch dann bei Dread fand ich das auch den größten Knackpunkt. So, ja, sie muss am Schluss dann zu ihrem Schiff gehen und so. Und das war einfach für mich nicht mehr so wichtig dann, das Ende. Sie einfach abhaut vom Planeten, war ja klar, weil es ja immer so ist. Aber keine Ahnung, warum bringt Ravenbeak sie ganz nach unten oder warum ist sie ganz nach unten gegangen und so. Die ganze Story hat für mich auch kommen. Das ist so hanebüchen, Alter. Und das wünsche ich mir halt, Prime muss nicht eine krasse Story haben. Oder das reicht dann, eigentlich wirklich. Sie wird ja dann auch von einem Ex-Parasit gerettet, so, und das macht auch irgendwie keinen wirklichen Sinn. Stell dir vor, die machen echt, dass Ridley einen Voice-Actor hat und dann mit dir redet oder sowas. Das ist ja so cringy, ne? Aber das glaube ich, da haben sie recht gelernt. Ja, das ist ja die Vorgeschichte von Samus und da ist quasi Ridley noch lieb und ist so dein Weggefährte. Ja. Und so langsam so über den Verlauf des Spiels wird er quasi so korrumpiert oder verändert sich und wird so langsam böse und so. Und tötet dann deine Eltern. Was? Samus ist ja sowieso nur ein Klon. Wie gibt es da jemals keinen Sinn mehr? Ja. Also meinst du, wie spielzeitmäßig, wie lange das Spiel dann werden wird? Keine Ahnung, wahrscheinlich so 20 Stunden oder so. Aber ich glaube echt, so das Wichtigste ist, es wird irgendein Gimmick geben und das Gameplay wird irgendwie ein bisschen neu aufgezogen. So. Ja. Mal gucken, ob sie auch wieder was ändern. Und Samus muss irgendwie einen neuen Suit haben, irgendwas für Special-mäßiges. Aber überleg mal auch, wie kontrovers dann eigentlich Other M war, ne, mit diesem Energy-Tank-System, dass du halt dass du dich wieder voll heilst, wenn du die Remote kippst und A gedrückt hältst und so. Also, du warst ja fast unsterblich in dem Spiel. Entweder bist du gestorben oder bist halt nicht gestorben. Also, es gab ja nur Himmel oder Hölle, ne? Bei Prime 4. Wenn du eine Verschnaufpause hattest, warst du wieder bei vollen Kräften. Ja, genau. Ja. Aber konnte man damit seine Health auffüllen oder seine Missiles? Beides, glaube ich. Oder konntest du deine Missiles benutzen, um deine Health aufzufüllen? Wie war das? Ich glaube, du konntest dich einmal komplett einen Energy Tank damit hochheilen. Ach, stimmt, aber nur einen. Nur einen Energy Tank, ja. Ob und Missiles? Ja. Auch? Ich glaube, ja. Waren Missiles so wichtig in dem Game? Nein, ne? Aber okay, also das, was wir zusammengetragen haben. Also, Greedo und ich können uns vorstellen, dass es vielleicht echt ein Open-World-Metroid wird. Wir können uns aber auch vorstellen, dass es halt wieder ein segmentierteres wird. Also das ist nicht die Frage. Wenn man es logisch betrachtet, was mehr zieht, ist natürlich Open-World. Elden Ring mega erfolgreich, Breath of the Wild mega erfolgreich. Ich frage mich echt, ob dieser Trend irgendwann mal ausstirbt. Weil ja, natürlich ist es jetzt schon sehr lange so, ne? Jeder Trend stirbt irgendwann aus. Ich glaube, bald sind echt alle Spiele Open-World, sodass Open-World das Wort gar keinen Sinn mehr machen wird. Dann Gyro-Controls haben wir uns beide gegen entschieden. Obwohl ich Gyro-Controls begrüßen würde bei Metroid, auch so Hebel zu benutzen und sowas. Das finde ich geil. Aber nicht die Gyro-Controls von der Switch. Das ist echt trash. Also es wird hochwahrscheinlich wird es mit Joystick ganz traditionell gespielt. Wird natürlich einen Docked- und einen Handheld-Modus natürlich dadurch auch besitzen. Was ist mit dem Amiibo? Meinst du, es kommt ein spezieller Metroid-Amiibo, der dann gated, dass du Hardmode spielen kannst? Wenn Samus dann wird es auch ein Amiibo geben. Denke ich auch. Antagonist, wird es einen Antagonisten geben à la Raven? Silex. Na, meinst du, Silex kommt nochmal vor? Safe. Ja, wie in der Cutscene in Prime Hunters, ne? In Federation Force kommt er ja auch vor. Der klaut dann eine Metroid-Larve am Ende. Wäre interessant. Wäre auch ein cooler Antagonist, da hätte er nichts gegen. Ja, vielleicht ist es echt so der Bösewicht, der irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund irgendeinen Scheiß geplant hat. Und klar, der war jetzt nicht so krass mächtig in Hunters, aber vielleicht hat er die ganze Zeit irgendwas gesammelt und hat irgendeine krasse Technologie und hat dann
zum Schluss irgendwie den ultimativen Battlesuit irgendwie mit Metroid-DNA verstärkt und was weiß ich was, für irgendwie voll im Bullshit halt, mutiert dann voll krass und ist dann halt echt so, keine Ahnung, auf dem Level wie Dark Samus oder so. Meinst du, Dark Samus kommt vor? Nein, keinen Fall. Ich glaube irgendwie schon, dass sie sich zurückbringt. Echt? Du würdest würde nein, überhaupt keinen besiegt. Sinn machen. Sie ist besiegt seit Prime 2. Ja, es würde absolut keinen Sinn machen, aber irgendwie also ich finde, das wird auch ja, oder Prime 2. Das ist halt jetzt einfach Silex ist jetzt quasi der neue Antagonist und dadurch braucht man Dark Samus nicht. Aber ich glaube, dass sie irgendwie, sie brauchen auf jeden Fall so einen Antagonisten für Samus, für das Spiel. Ich fand, da, ich habe halt wirklich, bei Prime 2 war das so geil, dass du Dark Samus als Antagonist hattest. Ich mochte das. Ich fand die Fights cool, wie sie sich bewegt und so. Also, keine Ahnung, es war halt wirklich wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Widersacher von dir. Ja. Und ich finde das auch SRX mochte ich auch bei Metal Fusion. Ich mag das, wenn der Widersacher so Samus so neck to neck ebenbürtig ist. Mhm. Ich hatte mir echt auch gewünscht für Dread, dass am Ende dann quasi das SRX auftaucht und dass das dich so jagt wie die Emmys, ne? Ich glaube, SRX taucht nicht auf in der Prime Timeline. Nee. Es passt einfach nicht dazu. Da sind eigentlich Metroids angesiedelt. Das ist eher die Metroid Timeline. Oh, aber es stell dir mal 3D. Stell dir mal die, vor, die Mechanik. X-Parasiten in Prime. Das wäre spooky. Geil. Das wäre richtig spooky, ja. Aber glaube ich nicht. Glaube ich auch. Weil nicht. Dafür haben im sie Prinzip Phasen. Sind die Phasen. Ja das Gleiche. Ja, Phasen ist quasi das X. Ja, oder Ingen sind auch eigentlich. Ach, stimmt. Die sind ja wirklich das Gleiche. Weil die übernehmen ja quasi stimmt. so Sachen. Die grumpieren die, ja. Stimmt. Ja, ich mag Prime 2 so gern. Mhm. Es hat halt hier und da ein paar Designschnitzer. Es ist ein bisschen viel mit dem Hin- und Herwechseln, mit den Dimensionen. Ja. Ist auch gut, aber es macht das Spiel wirklich unique. Das ist halt, sag's nicht einfach so, ja, das ist einfach Metroid Prime 2, ja, es ist genauso wie der erste, es ist was anderes. Ja. Da ist viel mehr Story drin, viel mehr Cutscenes drin, eine ganz andere Welt, eine Beschaffenheit, eine ganz andere Geschichte. Eine echt unique Atmosphäre auch. Ja, ich liebe das. Das ist der Anfang, ne, auch schon alleine. Ja, das Spiel ist echt ein bisschen spooky. Das ist dunkel, das ist richtig düster. Obwohl ich, ja. Ja, aber fällt dir noch irgendwas, oder hast du noch irgendwas krass Wichtiges zu sagen zu Prime, oder... Meinst du, dass das reicht? Ich wollte dich nur fragen, was du dir jetzt wünschen würdest. Also wie würde ich jetzt, mir echt, ja, was mein Best Case. Ich glaube, du hast es schon angedeutet. Ne? Du willst das Kampfsystem verbessert haben. Ne? Ja. Das war deine größte. Ja, was heißt das? Also eigentlich, ich würde sogar sagen, in Prime ist das Kämpfen gar nicht so krass wichtig. Was echt wichtiger ist, ist die Exploration und das Level Design. So. Ja. Auch Plattformen. Aber natürlich so, ne? Braucht man da drin auch coole Kämpfe und dafür, finde ich, halt, muss man irgendwie das Gameplay ein bisschen verbessern und erneuern. Und ja. Die machen die Portal Gun einfach geil mit dem Prime 4. Das ist einfach die Portal Gun, das war's. Ich stell mal vor, haben die Portal Gun gekauft. Einfach so als ein Power-Up, das du kriegst im Spiel. Gibt's ja bei Darksiders 2. Ja, aber du kannst sie nur an bestimmten Punkten quasi schon fast gescriptet, ne? Gab's auch im ersten Teil auch schon. Ja, ich verwechsel die beiden Teile immer. Gibt's in beiden Teilen. Okay. Also du würdest dir verbessern. Also ich würde mir wünschen, dass irgendwie ja das Gameplay ein bisschen erneuert wird, halt so wie sie es auch kreativ zum Beispiel im dritten Teil gemacht haben. Da gab's ja auch coole Neuerungen, halt mit dem Hypermode oder so. Der natürlich ziemlich game-breaking war. Vielleicht sollten sie nicht ganz so krass overboard gehen, aber halt, ja, man konnte auch überhitzen und so. Im ersten, ja, aber du hast halt auch einfach alles komplett zerfickt damit. Ja, das war schon geil. Ja. Ich mochte den. Ja, so war's. Und Melee-Attacken, hast du gesagt, dass man irgendwie schlagen kann. Und halt was für mich im ersten Teil eigentlich, was den ersten Teil so ausgemacht hat, war, du hattest echt dieses Forscher-Feeling. Du bist ein Forscher auf einem fremden Planet und du explorst diesen Planet halt auch gerade dadurch, dass du alles scannen konntest, die ganzen Kreaturen und so. Das ist auch ein ziemlich wichtiger Teil des Spiels für mich, finde ich. So eine Datenbank hast, ne? Und das muss meiner Meinung nach auch drin sein. Ich würde mir echt wünschen, dass du auf einem ganz neuen Planet bist und du erforschst und der echt so halt, dass du echt denkst, du bist auf einem lebendigen Planeten mit seinem eigenen Ökosystem und eigenen Viechern und so, ne? Das ist für mich echt so das, was ich mir wünsche und halt, ja, dass das Kampfsystem ein bisschen interessanter und cooler ist. Dass es echt Bock macht, gegen Bosse zu kämpfen und so. Ja. Viel mehr brauche ich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht. Und du hast auch noch gesagt, du würdest dir auch wünschen, Third-Person- und Ego-Shooter-Perspektive wechseln zu können. Dass du da nicht, eins nicht, nicht, dass ich es mir wünsche, aber es wäre vielleicht eine coole Idee. Ich wette, ey, ohne Scheiß, ich gebe dir Brief und Siegel, es wird Ego-Perspektive sein. Ja. Es wird genau so wie Prime 1, 2 und 3, es wird Ego-Perspektive sein. Ich glaube nicht, dass sie da einen Hybriden zaubern aus mal eben Third Person einstellen, ja oder nein. Ja, die Sache ist auch,
wenn du in irgendwelchen engen, klaustrophobischen Gängen bist und so, bietet sich einfach First Person an. Und ja, First Person siehst überhaupt mehr. Ja, du siehst einfach mehr, ne? Aber wenn du allerdings dann hoch auf die Surface gehen kannst und Open-World-mäßig rumrennen kannst, dann würde Third Person dann gut funktionieren. Breath of the Wild-mäßig. Ja. Ja, ich glaube, das ist... Und du so, was würdest du dir wünschen oder ja, hoffen? Oder was sie vielleicht besser nicht machen. Ich bin halt nicht so krass Die Hard Metroid-Fan. Ne? Ich mag Metroid, ich liebe es auch. Ich finde auch Samus ist ein cooler Gaming-Charakter. Die Spiele machen unglaublich viel Spaß. Für mich muss das halt Hand in Hand gehen. Ne? Ich würde halt echt ein bisschen Plattforming ein bisschen auch mal bevorzugen, so in 3D, weil das haben die gut gemacht in den Spielen. Muss jetzt nicht großer Dreh- und Angelpunkt sein, aber halt, wie du gesagt hast, so Level-Design, wo du vielleicht auch so Eye-Opener hast, ne? Dass du irgendwie wirklich so à la, keine Ahnung, du explorierst irgendwas und kommst durch irgendwelche Höhlen und so, ist ein bisschen dunkel, dass vielleicht auch so eine Taschenlampe hast irgendwie mit Samus oder so, dass du halt wirklich so Dunkelheit auch darstellst und so das Beklemmende. Dann auch Unterwassersektoren kurze hast, die auch meistens zacken, ja. Mhm. Aber halt so eine organische Spielewelt ist mir sehr wichtig bei Metroid. So eine Dschungel, so ein Dschungelareal, wo ganz große Pflanzen sind und irgendwelche riesengroßen Giraffengegner oder sonst was. Große Pilze müssen auch sein. Ja, echt halt so eine ganze Fauna und Flora. Xenoblade Chronicles X. Ja. So eine Oberwelt zum Beispiel für das Spiel. Und dann hast du da drunter halt aber einfach diese typischen Sektoren wie in halt 2D-Metroid-Spielen oder auch in Prime halt so. Ja, das ist ja auch eine geile Abwechslung. Auch bei Prime 1, wenn du das allererste Mal irgendwie dann in diese Pandrana-Riffs gehst und dann siehst du irgendwie diesen Ridley über dich herfliegen und so, denkst du, Alter, ich bin doch gerade irgendwie voll unter der Erde gewesen. Warst gerade noch in so einem Lavatunnel. Und danach kommt so eine Eisgegend. Da denkst du, what the fuck ist hier passiert? Und Pandrana auch nochmal dazu hat auch eine geile Atmosphäre. Wenn du das allererste Mal da bist, wo quasi dann diese eingefrorene Koso-Statue ist und so, wo du halt hochrennen musst und so. Auch die Gegner da sind ziemlich fies. Aber das hat alles so Hand und Fuß. Und das hoffe ich mir im neuen Metroid auch, sodass du so Environments hast, die nicht einfach so gestreut sind und so lieblos wirken und einfach nur, ja, sie sind da, sondern dass jedes kleine Ding irgendwie eine Story erzählt. Ich will verloren auf einem fremden Planeten sein mit komischen Alien-Creatures und da halt so ein Gefühl von Survival haben irgendwie. Du musst irgendwie um dein Überleben kämpfen. Vielleicht spielst du ja auch auf Cebes oder so. Ja, man könnte Cebes reusen. Ja, wenn du Cebes plötzlich in 3D machen würdest, wäre auch schon direkt das Feeling ganz anders. Ja, ne? Das nehme ich mich auch. Und klar, das ist halt die Sache. Weil man muss auch bei Dread jetzt mal überlegen, da hatten sie auch einen Kreid drin in dieser Station, ne? Was quasi damit wahrscheinlich mit den X irgendwie argumentiert wurde, dass Samples von X-DNA von Kreid irgendwie da hingekommen sind. Ja, es ist größter Humbug. Aber stell dir mal vor, es wird echt so Resident Evil-mäßig werden oder so, dass so irgendwie alles so ein bisschen horrormäßiger ist und dann, dass du halt die ganze Zeit auf einer Raumstation bist und dass du eigentlich gar nicht so viele Planeten hast. Könnte auch sein. Das wäre dann halt wieder der Approach von eher so Fusion. Prime ist auch teilweise ein bisschen horrormäßig, so und plötzlich das Licht ausgeht und die Metroids brechen aus dem Container. Gerade auch der erste Teil am Anfang, ne? Diese ganze Fluchtsequenz in diesem Schiff, die ist schon sehr beklemmt. Wenn du da Leichen rumliegen siehst und dann scannst. Oder halt nachher auch nach Pandrana bist du ja auch da in diesem Space Pirate versteckt. Mit den Minen, ne? Und da brechen ja dann auch die Metroids, also da fällt der Strom aus, dadurch sind quasi diese Container, halten dann die Metroids nicht mehr, Omega Pirate, aus, ne? Und so. Ja, das sowas schon. So solche Untergrundlabore sind auch cool, kann mir schon so Bergbausachen. Horror in Anführungszeichen Elemente vorstellen. Ja, es wird halt nicht Splatter sein, ne? Aber es wird halt schon so diese beklemmen. Ja, und ich glaube auch, dass Space Pirates auch wieder ein großer Teil Rolle spielen. Die Space Pirates waren auch in den Prime-Spielen um einiges cooler. Die waren als geil in den designed. 2D-Spielen. Ja, die hatten auch voll die krasse Technologie und so. Mhm. Und wie oft die dich auch in Prime 2 überfallen haben mit ihren Flugzeugen. Die kommen einfach reingeschwebt und dann. Naja, oder gehen in irgendwelche Geschütztürme rein und schießen dich und sowas. Stimmt, das haben die auch voll oft gemacht. Und dann werden die von innen korrumpiert und sind dann stärker und halt all sowas. Mit denen kann man schon richtig coole Sachen machen. Ja. Ja. Also jedenfalls so oder so, also Prime 4 ist eigentlich für mich das so most anticipated Game, wirklich? Weil sowas kriegt man halt selten. Wann ist fucking Prime 3 rausgekommen? Vor 15 Jahren? Wahrscheinlich. Soll ich es googeln? Ist auch egal, spielt ja keine Rolle, aber auf jeden Fall ist es verdammt lange her. Ja. Man dachte eigentlich nicht wirklich, dass noch ein Prime-Teil kommt. Und dann wurde 4 angekündigt. Ja, es ist halt more of the same, ne? Das sage ich auch mit Splatoon 1, 2 und 3 und so. Immer einfach so eine Zahl an einem Franchise zu hängen, was einmal erfolgreich war, ist auch ein Risiko, ne? Also,
Weil das ist halt auch Arbeitstitel, so ich wette, im Endeffekt wird das Spiel anders heißen. Das erste Mal auf der E3 basierend. Ich guck gerade nach, was mit Prime 3, wann es rauskam. Ja, aber ich glaube, das reicht auch eigentlich so langsam wahrscheinlich zu Metroid Prime, ne? Ja. Machen wir jetzt die anderen Themen noch oder machen wir noch Break? Break besser, ne? Ich muss auf jeden Fall mal aufs Klo und danach können wir zumindest noch über Breath of the Wild reden. Es kam 26. Oktober 2007 raus. Krass. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, also 8 Jahre. Worüber würdest du denn jetzt... 8 Jahre? Worüber würdest du denn jetzt lieber reden? Resident Evil 4 Remake oder Breath of the Wild 2? Boah, es sind beides Monsterthemen, ne? Ja. Also ich würde den Podcast jetzt parten. Mhm. Ich mache jetzt mal Pause. Ja. Also vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Abonniert, liked, teilt, kauft euch alle Metroid Prime Teile nochmal und spielt sie bitte. Und sagt, wie genial wir sind. Oder wie genial Metroid ist. Nein. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Und wir gucken, also und wir gucken mal. Wir laden wahrscheinlich noch ein Zelda Breath of the Wild Podcast hoch. 2. Also und auch sowas wie jetzt. Und das gleiche machen wir auch nochmal zu Resident Evil 4 Remake. Also bis dahin. Ciao, ciao.